Ja, gut. Dann sind wir jetzt live und was geht ab? Bildungselite. Ja, zwei Leute kommen zu spät, die kriegen einen Eintrag ins Klassenbuch, aber die zwei Ja. Streber sind auf jeden Fall anwesend. Und da Dom ein bisschen früher los muss, um noch ein paar Schnurrbärte zu schneiden, da haben wir Ja. gedacht, wir fangen schon mal an. Hallo Martin, hallo Domme, schön Martin, dass du wieder zurück bist. Domme, auch dich schön wieder zu sehen, du alter verdammter Geheimniskrämer. Ja, und aber jetzt ist echt raus. Ich bin richtig schlecht im Geheimniskrämerei. Wer Freut mich wusste es? Wer total. wusste es? Am Anfang wussten es echt nur meine Frau und Max. Dann Roland, Schatzis Eltern. Und offiziell war es das schon. Wir haben dann noch ganz am Ende, als es so, ja, vor 3 Weeks out war, Schatzis beste Freundin noch eingeweiht. Ich glaube, Max hat sich einmal verplappert beim André, weil der mir so eine komische Nachricht geschrieben hatte, irgendwie zwischendurch. Aber der ist auch für sich behalten. Also es wussten echt kaum welche. Also die wenigsten. Ja. 5, 6, 7, 8 Leute. Mein Kameramann Fabi wegen Training wusste es noch und das war's. Ich habe am Morgen, als es rausgekommen ist, wirklich gedacht, die haben einen Fehler gemacht, die mich auf die falsche Liste geschrieben, so wie Anton Bitbus damals aus Dänemark kam, weißt du? Ja, wir haben Ma so viele geschrieben. ja. Martin, wie hast du das Ganze aufgefasst, als es rausgekommen ist? Irgendjemand hat mir das gesagt, dass der Dominik Classic Store. Also, nee, ich habe es von Ben mitgekriegt, dass es dann wirklich so war. Also, der hat irgendwie die Liste schon vorher Oh, gesehen und hat mir dann schon gesagt, da war ich schon mit dem in Kontakt. Also, habe das ein bisschen schon früher dann gewusst. Also, direkt als es rauskam. Ja. Ben wusste es 3 oder 4 Days out, weil der mich die ganze Zeit angeschrieben hat, ich soll ihm irgendein Posing-Video schicken, aber ich hatte nur noch Posing-Videos mit Classic Physics Slip. Und dann sage ich so: Mann, Dicker, Ja. ich schicke dir keins. Und ich mag, also ich und Ben sind ja mega cool, ich mag ihn voll gern, er mich, wir schreiben voll viel. Und dann sagt er so: Junge, stell dich nicht so an, schick mir ein Form-Update. Und ich sage so: Mann, Dicker, ich starte in der Classic, ich kann dir jetzt keins schicken. So, und dann wusste er es halt auch noch kurz Ja. vorher. Ja, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, so am Anfang, weil ich Dom ja halt immer so als Bodybuilder gesehen habe und ich bloß als Bodybuilder gekannt habe. Naja, was auch ein Kompliment ist, weil du einfach so muskulös bist, so massiv bist. Ich habe es ihm aber auch schon gesagt jetzt an der Show. Also, ich fand, das hat eigentlich richtig gut gepasst mit diesem Viking-Style, weil das hat so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Weil klar gibt es da viele Sunny Boys und sowas, aber warum kann man da nicht mal so einen Wikinger Style haben in der Classic. Ich finde das eigentlich was Cooles. Ne? Genau das zeichnet ihn halt aus. Haben jetzt auch voll viele mir geschrieben, so Classic Viking. Also ich glaube, kann ich auch mit leben, finde ich ganz Ja, gut. ich habe es letzten Podcast gesagt, sag es auch wieder, ich habe mir so Sorgen gemacht, weil ich dachte, ihr macht den ganzen Zirkus, den ihr letztes Mal gemacht habt, weißt du, von wegen am Tag vorher 7 Kilo runter nochmal. Und ich war dann wirklich beruhigt, als du irgendwie einen Tag vorher schon im Weight Limit drin warst und auch noch. Nee, 101 hatte ich am Tag Aber vorher. du irgendwann sagtest, es war irgendwie, ich bin jetzt bei 95 auf meiner Waage, da warst du im Holiday, Ach, glaube ja, ich. 97, genau, okay, 97, genau, Ja. 97,5 am Morgen und dann war ich mit Schwitzanzug, Pulli und allem durch Alicante laufen. Das war auch richtig witzig, weil Schatzi sagt so, die Leute gucken mich an, als ob du geistig behindert bist. Ich habe so eine Thermounterhose untergehabt, eine lange Hose, eine Jogginghose, ein T-Shirt, einen Pulli. Dann einen dünnen Hoodie und dann nochmal eine Jacke drüber, Kapuze auf. Und dann sind wir den Hafen hoch durch die Sonne, den Hafen runter, durch die Stadt. Irgendwann war ich so klitschepampe nass. Und dann haben wir für Big Song gedreht in diesem Holiday Gym da, oder wie das hieß. Und da war dann, hatten wir zwei, ich hatte meine Waage, achso, ich hatte noch einen fetten Rucksack auf, da war meine Waage drin, trinken, dass ich noch Gewicht habe, wie beim Bund früher so. Und da war, auf meiner Waage war 96,5, das hätte auch schon gepasst. Und der Flo hatte noch eine Waage mit und meint, die ist mega genau. Und da war ich 95 irgendwas. Und da war es dann drin. Genau, Ja, und das also habe ich ich halt musste nur noch gesehen. ein Das habe ich bisschen halt gesehen schwitzen. und du warst mental da, du warst fit, du wirktest auf dem Video irgendwie. Klar, du warst lethargisch, aber du warst da, weißt du? Und ab dem Ja. Zeitpunkt habe ich gesagt, gut, der Junge weiß, was er da tut, der kommt da gesund raus aus der ganzen Geschichte. Und dann muss ich sagen, hat es mir echt gut gefallen. Voll gut. Ging's dir scheiße, Freut mich. Alter? Jo, Jo. war, also es war deutlich, also Torben sagt jetzt voll, also das ist so, also dass er sich keine Sorgen gemacht hat, aber es war viel, viel schlimmer wie das Ding 22. Echt? Weil 22 habe ich 103, irgendwas nach anderthalb, 2, 3 Tagen Laden. Also da hatte ich ja Kohlenhydrate ohne Ende drin nach dem Wettkampf und ich habe ja einfach nur leer gemacht. Umso weniger Kohlenhydrate, also umso weniger Glykogen, das Wasser geht raus.
Ich musste da nicht wirklich was machen, noch mal 1,5 Stunden Cardio, war aber voll fit. Und jetzt war ich aber bei 104 Kilo schon seit 6 Weeks out und wir haben auf 2400 Kalorien 1,5 Stunden Cardio und diese 104, da ist gar nichts mehr passiert. Und deswegen war es halt so körperlich mega anstrengend, von da dann runterzukommen. Also es war viel, viel schlimmer für mich tatsächlich, wie dieses krasse Ding, wo alle aus Spanien, also aus 22 dachten. Das Aber zumindest war wirklich ich mehr so. kaputt. Ja. Ja, ich war mehr im Sack auf jeden Fall. Kurze Ja. Frage dazu. Macht das was mit deinem Kopf, wenn du halt irgendwie ja so eine eigentlich echt produktive Offseason hast, wo Jana dir wirklich die Meals vorbereitet, du auch Progress ohne Ende machst, einen Trainingscoach hast und nachher im selben Gewicht auf der Bühne stehst? Nee, ich habe das auch so viel angefangen, noch am Anfang zu schreiben, aber ich glaube, klingt so blöd, die Menschen sind so doof, wenn die nicht so in der Materie sind. Ich schätze mal, ich habe 6, 7 Kilo Muskeln aufgebaut, nochmal zu 22. Also, es ist ja einfach nur Wasser und Muskelglykogen, was man wegmacht. Ne? Ich war ja mit 104 fertig. Ich denke mal, ich hätte mich mit 106 auf die Bühne stellen können. Und dieses kurze Gewicht auf einmal unter 96, das ist ja kein Peak-Wettkampfgewicht, so wird man es ja nicht messen. Und wenn man den Look mal vergleicht, keine Ahnung, ich war selber so happy, als ich die ganzen Fotos von nach der Stage und Videos gesehen habe. Ich sah ja 10-mal muskulöser noch aus, wie ich in der Bodybuilding-Klasse gestartet bin. Also ich war voll zufrieden. Und der ganze Ansatz von dem ganzen Training, auch mit Fabi, das hat alles zu 100% funktioniert. Ich denke mal, Bodybuilding, wenn wir es nicht jetzt mit dem Drücken machen hätten müssen, hätte ich mich mit 104, 105 hingestellt. Und das wären dann die 6, 7 Kilo gewesen. Weißt du, wie viel du jetzt im Endeffekt auf der Bühne hattest? Ja, 99,5 hatte ich am Morgen, wo ich aufgestanden bin. Und wie war das Erlebnis jetzt als eigentlicher Bodybuilder auf einmal Classic zu machen? Am Anfang, jetzt kann ich ja so erzählen, dann mache ich das gleich mit dem Peak. Der Peak war halt mega kacke. Ich bin nie leer, ich bin immer voll. Ich sah sogar als mit diesen ganzen Torturen sah ich sogar mega krass aus. Und ich pumpe Backstage eigentlich kaum. Ich mache 20, 30 Liegestütze, bisschen Seitheben und dann spanne ich meine Muskeln an. Und dann, ich sehe aus, als wenn ich explodiere und habe ein Gefühl so in der Muskulatur, als wenn ich platze. Ich habe dreiviertel Stunde gepumpt. Ich glaube, ich habe 400, 500 Liegestütze gemacht. Ich habe Bizeps Curls, meinen Rücken aufgepumpt, Seitheben die ganze Zeit und ich bin null voll geworden. Ich habe meinen Arm angespannt und dachte, Alter, gibt's doch gar nicht. Und so bin ich dann mit der Einstellung im Kopf, bin ich in dieses Prejudging raus. Und das war der einzige Punkt, wo ich mega unzufrieden war. Also es hat alles super funktioniert. Nur der Peak war kacke. Und wir haben auch 4 oder 5 Mal das ganze Ladeschema durchgetauscht. Ich glaube, weil Max einfach auch, ja, noch ein bisschen. Also Max hat alles super gemacht, aber ich glaube, der war halt einfach nervös und war sich auch nicht 100% sicher. Wir haben zum Beispiel abends dann mit einem Burger geladen, habe ich noch nie gemacht, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Wir wollten am Anfang 3000 Gramm Carbs reinschieben, dann sind wir runter auf 1000, dann sind wir runter auf 750, dann sind wir auf 750 und einen Burger und ich glaube, dann haben wir einen Trinkstopp um 18 Uhr schon gemacht, habe ich auch noch nie gemacht. Dann habe ich auch gar nichts getrunken am Wettkampftag, haben wir auch noch nie gemacht. Also das war das Einzige, was mich geärgert hat, dass ich diesen Peak nicht getroffen habe. Aber ansonsten fand ich mich in der Klasse habe mich mega wohl gefühlt und es hat mir auch super Spaß gemacht. Also bin null traurig, dass ich jetzt kein richtiger Bodybuilder mehr bin. Du hast ja gerade eben schon gesagt im Vorgespräch, dass du Portugal auch nochmal in der Classic starten möchtest und dass du auch in der Klasse bleiben Ja, möchtest. genau. Warum? Portugal freue ich mich jetzt so ultra drauf. Wir haben schon das ganze Schema umgeschrieben, wie wir da laden. Klingt immer so doof, aber ich bin mir sicher, da gehen nochmal 20, 30% besser. Und für Portugal ist mein Mindestziel Top 5 und mein Wunschziel ist Top 3. Aber nein, weil ich auch mental jetzt weiß, dass das in der Klasse passt. Ich war halt auch beim Posing mega unsicher und bei allem selber unsicher. Und jetzt gerade ist mein Feeling einfach schon so 10-mal besser, wie es noch vor Spanien war. Ich habe da richtig Bock drauf. Also ich bin mega heiß auf Portugal jetzt so. Habt ihr denn aus diesem ganzen Ladechaos irgendwie jetzt eine Konsequenz daraus ziehen können? Also weißt du, dass du halt in Portugal, weißt du jetzt, wie du in Portugal laden musst, um dich richtig voll zu kriegen? Ja, also ich weiß weiterhin, dass ich auf jeden Fall, ich mache es auch mit meinen Athleten selten, dieses Burgerladen, weil man nie weiß, was drin ist. Also das mache ich nicht mehr, das wird nicht funktionieren, also brauche ich nicht nochmal probieren. Und
durch dieses extreme Leermachen muss halt einfach Kohlenhydrate rein. Wir haben schon gesagt, vielleicht penne ich dann gar nicht, weil es immer nur so wenig Tage sind, dass ich dann einfach mit so ein paar Powernaps zwischen den Mahlzeiten arbeite. Aber wir werden da auf jeden Fall jetzt mindestens 3000 Gramm Kohlenhydrate in den 1,5 Tagen reinschieben. Ja. Kannst du noch eine Vakuum ziehen? Ja. Ja. Konnte ich durchgehend. Ich weiß auch nicht, also vielleicht kennt Kevin das oder Martin. Nach so einer Peak Week, du kannst Kohlenhydrate essen ohne Ende und dein Bauch ist ultra leer. Ja, genau. Bei mir nicht. Also ich muss auch ganz, also ich muss auch ganz sachte laden, muss ich sagen. Manuel hat Ja. mich jetzt letzte Saison mit 650 und dann einmal 750 geladen. Und am Wettkampftag ein gutes Frühstück quasi. Ja, und ich musste meinen Bauch schon kontrollieren. Also ich habe da echt Probleme. Und Ja, okay. Bei ich werd auch mega schnell voll, komischerweise. Also mir geht ich es muss super mit echt dem viel Bauch. laden. Und wenn ich zu viel lade, dann ist das Problem mit meinem Bauch halt so da, dass es dann schon wieder die Form ein bisschen verdaut. Das muss ich sagen. Also ich habe 21, habe ich ja immer extrem viel geladen, als ich mich selbst vorbereitet habe, weil ich halt ja, extrem vollkommen wollte und alles. Und Härte habe ich sowieso irgendwie immer drin. Da kann ich eh irgendwie machen, was ich will. Ich laufe nicht zu oder sowas. Aber da war halt dann der Bauch der Punkt, wo dann auch Emilio nach der Pro-Card-Gewinn zu mir so gesetzt hat, hier im Bauch arbeiten, dann habe ich auf Englisch halt, ne? Und ja, die schauen halt auch extrem drauf. Also das hat Manuel mir jetzt auch wieder gesagt, also wir haben jetzt langsam so die Vorbereitungen schon so angefangen. Also Pläne schon für die Herbstsaison. Und er hat auch gesagt, ja, mach Planks, mach Vakuum. Zieh den Bauch über den Tag bewusst ein und so Geschichten, Waist-Trainer tragen. weil er halt gesagt hat, die schauen wirklich extrem drauf. Und ja, wie gesagt, deswegen, ich lade gar nicht so viel. Ich brauche auch nicht so viel, um voll zu sein. Ich bin auch eigentlich immer voll. Kevin, wie hast du deinen Dom in der Classic wahrgenommen? Ungewohnt. Aber steht dir. Also, ich finde, du kannst beides. Also, du kannst den Bodybuilder auf der Bühne raushängen lassen, aber du kannst halt auch diesen Classic-Typ raushängen lassen, was ich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht könnte. Hat mir gut gefallen. Vor allem auch deine Mitte ist mega schmal, ist sehr schön und ja. Auf Ja, cool, danke. jeden Fall krasse Dafür auch Form. echt Spaß. Glückwunsch auf den 7. noch, ne? Ich habe dir noch gar nicht geschrieben. Und wenn mir einer einen Gefallen tun will, schreibt mir nicht, Alter. Ich dachte mir schon, dass mir der Teufel los ist, deswegen habe ich Ja, ich erstmal. hänge immer noch hinterher mit Antworten und mit Ja. Coaching und WhatsApp. Jetzt bist du ja Siebter geworden. War das für dich in dem Moment von der Platzierung okay? Oder hast du damit gerechnet? Oder bist du komplett wertungsfrei reingegangen? Wer die Waage nicht, dann wäre es voll okay. An der Waage, der Kienzel war da, der Hoffmann, Rebron, und die hatten mich halt alle so als Geheimfavoriten, weil da sah halt wirklich geil aus, noch bis zu der kurzen Zeitpunkt, wo ich auf die Bühne musste. Da sah es halt wirklich kacke aus. Von daher jetzt im Nachhinein minimalst enttäuscht, dass wir halt genau da irgendwie das Schema ein bisschen verhauen haben, aber nee, gar nicht. Also es war ein super wunderschönes Wochenende. Also das ganze Wochenende war wirklich wunder, wunder, wunderschön. Auch ich habe ja immer Jana Roland dabei und keine Ahnung, das war einfach perfekt. Anreise war perfekt, die Zeit dazwischen war perfekt. Es hat richtig Spaß gemacht. Der Wettkampf selber ist, glaube ich, also ich kenne keinen schöneren. Ich glaube, das ist der schönste Wettkampf, auf dem ich generell schon war. Also war super cool, bin auch voll zufrieden. Hätte mir Top 5 gewünscht, aber das machen wir jetzt in Portugal. Vor dir waren ja zwei Deutsche. Erstmal Glückwunsch an Florian und André. Auch Ja. geil, dass ihr es gepackt habt. Was fehlt denn? Da können auch gerne mal Martin und Kevin ihre Meinung dazu geben. Was fehlt denn, damit Domme diese beiden noch hinter sich lässt? Also ich fange mal an. Also ich fand auch, dass du etwas leer gewirkt hast. Deswegen habe ich mich auch wirklich interessiert, wie ihr geladen habt. Ich glaube, wenn das geklappt hätte, dann also Flo ist so eine Sache. Der bringt halt auch so eine Classy-Linie mit. Die ist auch geil. Also habt ihr verschiedene Linien irgendwie so ein bisschen. Aber der wäre schon hart zu knacken gewesen. Aber ich glaube, André hättest du, wenn du ein bisschen voll. Also ich habe dich so auch vor André gesehen. Aber wenn du voller gewesen wärst, hättest du auf jeden Fall nochmal eine andere Wucht auf die Bühne gebracht. So von Muskulatur her, glaube ich. Gerade wenn du sagst, du hast keinen Druck gespürt und sowas, das ist meistens dann Kacke. Also ich finde, es fehlt nichts. Wenn er das mit dem Peaken noch hinkriegt, dann und dann ans Maximum fährt, das, was möglich ist in der Zeit, dann ja, weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen mit Kohlenhydrat hier, na, wie heißt es, Glykogen-Senkern. Ja, wie GDA arbeiten, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, dann.
Habe ja schon mal gehört, dass Also das im Zitronenrad Prinzip. besser reingehen, Genau. Weil 3000 Gramm, glaube ich, ist auch eine Hausnummer für den Körper, das ja. in die Zellen zu bringen, Alter. Da würde ich schon unter dem Tisch liegen und nicht keine Luft mehr kriegen, wahrscheinlich. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, ich glaube, ja, und dann hol das Maximum hol das Maximum aus aus deinen Möglichkeiten raus, aus deinem Body, und dann, so wie du die präsentiert hast, war halt auch mega geil. Also, Ja. Voll gut, danke schön. selbstbewusst und Posen war mega sicher, alles, also war schon gut. Du brauchst halt Danke. Wettkämpfe, wo du auch genug Zeit hast zum Laden. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du jetzt eine Show machst, wo am Abend vor dem Wettkampf die Waage ist, das gibt es ja manchmal, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil du ja eben Ja. immer runterkochen musst. Na, aber wenn du Genau. richtig voll und prall dahin gehst, dann hätte man das auch, ja, man hätte das auch switchen können, finde ich. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass du klar hinter denen warst. Ich glaube, das ist dann auch am Ende des Tages irgendwo ein bisschen Geschmackssache. Na, was ist Ja, man jetzt. muss halt auch sagen, Flo und, sorry, aber Martin muss halt auch sagen, Flo und André haben sich schon mal gezeigt dieses Jahr. Auf der German Classic Pro. Das war vielleicht auch nochmal so ein Punkt. So, sorry, Martin. Ich würde einfach dranbleiben. Jetzt, wie gesagt, wenn du Portugal machst, dann sieht man ja, wie es dann ist. Na, wenn du da dann nochmal so das Bestpaket hinstellst. Und ich glaube, das kann richtig gut werden. Na, es ist am Ende Geschmackssache. Du bist halt so ein runder Athlet, eher trotzdem mit einer geilen Linie. Na, weil so ein Luca ist ja mehr so der Ästhet, halt einfach mehr. Ja, das ist super. Ja, aber Luca, der war schon, also, Der war schon, ja. was der auch für eine Spannweite hat und alles jetzt neben den José mal, Schon also neben krass diesem José gewesen. mal, wo man noch gesehen hat, also fand ich schon Der echt hat noch gut. 8 Kilo. Also so ein richtiges Talent, ne? Das ist Wenn der ja die auch 8 Kilo krank, noch Alter. drauf 8 macht. Kilo, Mann, das ist Wenn der die drauf brutal. macht, dann kann der ganz oben stehen. Und vor allem diese 8 Kilo kann er dann auch noch mal drücken. Also wenn er noch ein höheres Gewicht hat, kann Ja, er da auch noch mal drücken, so wie du könnt ihr quasi. Und noch. dann richtig laden, Ja. Alter, und dann geht er richtig ab. Ja. Also. Ich glaube, Luca wird da auch wirklich einschlagen. Ich traue ihm sogar jetzt halt eine Top-10-Platzierung auf dem Olympia zu. Ja, ich auch. Muss ich ganz Echt? ehrlich sagen. Ja, Top 10 traue ich ihm zu, dass er es bei einem guten Tag, und er hat ja noch ein bisschen Zeit, er kann noch ein bisschen aufbauen, schaffen kann. Stimmt, er hat jetzt auch in einer recht kurzen Zeit, glaube ich, nochmal ganz gut Ja. aufgebaut. Der baut ultra schnell auf. Ja, Das der ist halt so Ding, scheiße jung, Alter. Das ne? ist. Ja. Und krass einfach in dieser Klasse, dieser José Mar, das war für mich die Erscheinung Boah. des Tages. Was ist das bitte für ein Viech? Leider, Live, du musst den live ey. sehen. Ja, den musst du live sehen. Erzähl. Also. Wie eine Comicfigur sieht er aus. Ja, und Er der ist auch wächst einfach einfach im Darmstamm. wunderschön, ne? Ja. Junge, der sieht aus wie ein spanischer Volksheld. Den kannst du so einen Umhang umhängen, Alter, und dann als Statue, als spanischen Superstar verkaufen, der Typ ist. Die Fresse von dem ist wie gemalt, die Haare, der Körper, brutal. Schon. Sein Also, wenn du Nachteil ist ja halt, den. dass er schon am Gewichtslimit ist. Ne? Er muss sich mal brutal reindrücken. Er kann sich nicht mehr verbessern. Ja. Das Aber ist was halt nicht der Vorteil von unglaublich, wie. Luca, ne? Was nicht Unglaublich, halt. wie der es ins Gewichtslimit schafft, wenn man den sieht. Ne? Der sieht so muskulös aus. Was ich mich halt gefragt habe, weil dieser José Mar, der bringt halt genau das mit, was Urs fehlt, nämlich ein richtig heftiger Rücken. Glaubt ihr, dass José Mar Urs auf dem Mr. Olympia ärgern kann? Ja, doch. Ärgern ja, besiegen nein. Ja, Glaubst du ich nicht? komme dann, wenn Urs sein Maximum bringt und sich auch nochmal verbessert, Dann dann nicht. nicht. Ja, wird spannend. Aber ich traue dem halt tatsächlich zu, dass er sich in den Top 6 platzieren kann, ne? Wenn er. Ja. Und da wird schon richtig eng. Also der muss dann irgendeinen von den Etablierten, einen Terence, einen Brion, irgendwie da raushauen. Ich wollte aber gerade sagen, also ich sehe den ganz klar vor einem Brion Ansley und auch vor einem Terence Ruffin. Wollte ich auch Ich gerade persönlich sagen. auch. Aber Brion hat Urs Bei geschlagen, Urs, ne? Kilo und Bumstead kann man dann noch streiten. Ach ja, Wesley haben wir ja auch noch. Ja, so Top 5 kann er schon schaffen. Hey Justin. Aber ein Brion hat einen Urs geschlagen. Auf der Arnold Classic. Ja, es ist eh, ich fand, dieses Classic ist eh so krass, diese Wertung manchmal hin und her getauscht, so von einem Peak getroffen, Peak nicht getroffen, der hat mal eine bisschen bessere Form, der mal ein bisschen schlechtere. Und also ist für mich jetzt gut, dass ich da nur Siebter war, weil die da so viel tauschen. Aber ich glaube, normalerweise müsste Urs gegen den eigentlich fast jedes, also eigentlich müsste Urs den immer schlagen. Von daher glaube ich nicht, dass er den wirklich geschlagen hat. Das war jetzt irgendwie eine Momentaufnahme, wo es mal gepasst hat. Okay. Justin, hörst du uns? Ich höre euch. Hört ihr mich? Oder ist Sound scheiße? Der Sound ist Ich scheiße, aber wir höre. hören dich.
Okay, weil ich bin noch im Auto. Wir waren gerade in dem Mind Paradise Gym von dem Ja. Alessandro. Der hat die ganzen Raritäten am Start. Und war echt unglaublich geil. Mit Nathan gequatscht und so. Macht Spaß. Ja, da kriegen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber. Vielleicht für dich auch nochmal die Frage: Glaubst du, dass ein José Mar den Urs schlagen kann? Direkt vom Nee. Kopf gehauen hier. Nee, glaube ich nicht. Urs hat einfach. Urs, ich hab gestern mit dem trainiert, der hat sich ausgezogen, das sieht einfach nur krank aus. Ich finde, Horsemar so in diesen Spanien-Lineups, wo wir ihn jetzt gesehen haben, da ist er natürlich der Beste, meiner Meinung nach. Aber international, wenn dann halt Urs neben dem steht, glaube ich nicht, dass er ihn schlägt. Und Okay. Urs wird auch mit derselben Härte, also Urs hat ja auch immer so einen streifigen Arsch und Hams und alles. Muss man nebeneinander sehen am Ende des Tages, aber ich denke nicht. Vor allem hat halt Urs den Hype noch am Start. Natürlich kommt jetzt Horst immer auch mit dem Hype dazu, aber Urs hat nochmal ein anderes Standing, auch in den Staaten. Und Horst immer spricht kein Wort Englisch. Jo, ich Dementsprechend musste wird mit dem spanischen Übersetzer die ganze Zeit mich unterhalten. Und Dicker, irgendwann habe ich ihm geschrieben: Dicker, Alter, ich schreib's über Instagram, du verstehst da kein Wort Englisch, was ist denn los mit dir? ja, also das ganze Knick, dass jemand, der kein Englisch spricht, dann sich so gut platzieren wird, das denke ich. Okay, spannend. Aber es wird auf jeden Fall richtig spannend auf dem Olympia bei der Classic, weil da Ja. viele jetzt gehypt sind, ne? Ja. Ich finde es vor allem aber auch geil, wie stark Deutschland in der Classic geworden ist. Was da jetzt auch nachkommt, also mit einem André, mit einem Flo, mit einem Domme jetzt ja auch als Classic-Athlet. Dann den Valerie, den hatten wir dabei, den fand ich, der wurde ein bisschen abgestraft, den hätte ich besser gesehen, aber auch in Ordnung. Der Rainer Stimmler, auch Ja, gut. gut. Richtig gut gefallen, ja. Ja, der sah auch wechselt echt stark aus. Also richtig coole, schöne Muskeleinsätze und er hat ja auch noch voll Luft. Ja. Gratulation an die Pro-Card an dieser Stelle. Ja, also Classic war auf jeden Fall ein geiles, geiles Feld. Vielleicht bevor wir gleich auch noch zur Open Class kommen, nochmal kurz die anderen Klassen einmal kurz abgerissen. Ich glaube, bei Figur müssen wir auch noch ein bisschen mit Martin drüber sprechen. Da gibt es auch noch so eine Sache, die ich da erklären möchte mit ihm. Boah, das habe ich ja mitgekriegt, Junge. Was ist das für ein. Vielleicht mal bleiben wir gleich bei der Also, Figur. Also ganz was kurz, ist denn bevor. passiert? Ich weiß von gar nichts. Was ist denn passiert? Martin, erzähl du. Ich versuche, also ich will das jetzt nicht, ich will kein Beef oder so erzeugen, ne? Also ich habe mit meiner ehemaligen Athletin alles geklärt, na, ihr das Beste gewünscht für die Zukunft. Deshalb will ich jetzt auch nicht irgendwie hier ein Streitthema eröffnen. Na, deshalb, ich erzähle es einfach ganz neutral und die Zuschauer können sich dann ihre eigene Meinung bilden. Na? Also es geht um die Christina Storck, die auf der M-Pro Profi geworden ist. Mit Na? dir. Unter Ja. meinen Plänen, ja, mit mir. Eigentlich könnte man. Ja, pass auf. Also sie ist 2022 zu mir ins Coaching gekommen als niemand. Als jemand, der quasi muskulär am Anfang steht und das Ziel hatte, mal auf die Bühne zu gehen. Na, dann haben wir das Coaching gestartet und innerhalb von einem Jahr, 2023, beim DBFV als Newcomer gestartet, Baden-Württembergische gewonnen, Overall geholt und Deutsche gewonnen und Overall auf der Deutschen geholt, also Gesamtsieg auf der Deutschen. Natural. Dann habe ich in der Figurklasse, ne, wohlgemerkt, dann habe ich zu ihr gesagt, du bist am Abend noch am Bankett an der Deutschen, du bist ein Riesentalent. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn wir jetzt Vollgas geben, dann wirst du nächstes Jahr Profi. Ne? Hat sie damals noch so voll, nein, glaube ich nicht, niemals, es dauert ein paar Jahre. Dann haben wir angefangen, ein bisschen zu unterstützen, also das erste Mal. Und die ist halt echt richtig gewachsen. Und jetzt haben wir quasi angepeilt die All-Stars Classics und dann die Olympia Amateur und die M-Pro. Die drei Wettkämpfe haben wir uns ausgesucht. All-Stars hat sie gewonnen direkt, die Regionalshow. Na? Und dann ist sie auf der Olympia Amateur Zweite geworden. Und da haben alle drei Klassen eine Pro-Card gekriegt. Das heißt, sie hätte eine Person schlagen müssen für die Pro-Card. Na? Ist Zweite geworden. Und dann war sie in ihrer zweiten Saison. Das musst du dir mal vorstellen. Zweite Saison, ein Punkt an der Brocard vorbei, war sie so abgefuckt danach, dass sie komplett scheiße gelaunt war. Hat die anderen Mädels auch nicht mehr angefeuert aus meinem Team. Also die war komplett, man konnte nicht mehr mit ihr reden. Sie war richtig schlecht drauf, richtig scheiße gelaunt, weil sie Zweite geworden ist. Ich persönlich würde heulen, wenn ich in meiner zweiten Saison Zweiter auf einem Pro-Qualifier wäre.
Also, ja, so viel dazu. Auf jeden Fall war sie schlecht gelaunt. Und jetzt kommt das Ding. Sie ist die hat das Posing bei Jennifer Zienert gemacht für die Saison. Also sie hat ihr geholfen beim Posing und sie ist auch bei ZNT Athletin. Dann hat sie hat halt dadurch so ein bisschen engeren Kontakt zu der Jennifer aufgebaut und hat dann der Jenny quasi, sie hat sie gefragt, die war ja auch vor Ort, ja, was meinst du zu der Form? Und dann meinte die Jenny wohl, ja, sie muss mal die Pläne sehen, drüber schauen. Und dann hat sie der Jenny meine Pläne für die letzte Woche geschickt. Und die Oh, ich finde, das Jenny, geht gar nicht. ja, und die Jenny meinte dann, ja, das würde ich komplett anders machen. Davon hält sie gar nichts. Ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der nicht viel macht am Ende. Na, also ich habe kein Aufwässern gemacht, kein Entwässern. Sie sah gut aus. Man kann es übrigens alles auf meinem Insta nachvollziehen, na, dass ich hier Oh, keinen Scheiß richtig. erzähle. Ich habe 3 Tage vor dem Wettkampf vor der Olympia Amateur ein Video gepostet, wo sie gepostet hat, wie hart sie ist. Na, dass man mal sieht, wie gut die Form war. Und da habe ich dann gesagt, wir stellen dich genauso auf die Bühne, wir machen genau gar nichts. Voll gut Und sie eigentlich. sah auch auf der Bühne, man kann auch Wettkampfbilder anschauen von der Olympia Amateur, sah sie Bombe aus. Na, da war halt eine dabei, die war besser, muskulöser. So, und dann hat sie hat gemeint, sie würde es komplett anders machen, und hat ihr damit ein schlechtes Gewissen gemacht, weil sie dann nicht mehr wusste, wie, ja, die steht auf dem Olympia, Ja. die würde es komplett anders machen. Und dann hat sie, ist sie quasi eine Woche vor der M-Pro zu Jennifer Zienert gewechselt. Also hat gesagt, ja, sie hat da kein Vertrauen, weil sie sagt, die Jennifer sagt, sie würde das komplett anders machen und jetzt weiß sie gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und sie kann das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, wenn sie jetzt wieder kein Profi wird unter meiner Anleitung. Und dann ist sie zu Jennifer, nur für die letzte Woche. Die war schon komplett fertig, komplett peeled. Hat dann auch so wirklich mit Aufwässern und also ein ganz anderes Protokoll gemacht und auch hat am Abend vorher Rotwein getrunken und solche Geschichten. Ja, also ein Prinzip, von dem ich eigentlich nicht so viel halte, aber jedenfalls ist sie dann auf der M-Pro Profi geworden. In ihrer Klasse waren drei weitere Teilnehmer. In der Figurklasse B war ein Teilnehmer. Also die war direkt im Overall. Und dann waren drei Teilnehmer noch in der Figur C. Na, die Und waren Olympia alle. Amateur war wahrscheinlich krass Die besetzt dann. ganzen Krassen waren auf der Olympia Amateur und es war wirklich, das muss ich jetzt hart so sagen, es war ein schlechtes Line-up. Also das Line-up auf der baden-württembergischen DBV war krasser als auf der M-Pro, in der Figur Amateur. Und dann hat sie da gewonnen. Mag sein, dass die Form vielleicht ein bisschen noch mal schärfer war. Ich meine, da lagen auch 2 Wochen dazwischen. Klar wird man Weiter dann diätet. Ja. noch mal härter. Also sie war ein bisschen, ein Ticken besser in Form. Ich habe es ja auch angeschaut. Und ja, dann ist sie Profi geworden. Und dann hieß es plötzlich überall, RJ Kelly Robert macht ein Video, Rap One macht ein Video, auch auf das Gewinnerinterview mit Jennifer Zienert zusammen. Ja, sie, ihre neue Profiathletin. Sie hat die zu Profi. Sie war 3 Jahre davor bei mir im Coaching als niemand, also unmuskulös. Und ist quasi ein paar Tage davor zu ihr gewechselt und da werden jetzt so die Lorbeeren eingesackt. Ne? Also, das ist die Story. Ich weiß, dass die Jenny jetzt sagen wird, ja, die Pläne, die gingen gar nicht. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe sie gegen Ende noch mal ein bisschen leiden lassen, um die Endhärte zu erreichen. Sie hat aber eine mega entspannte Prep gehabt, teilweise mit 4000 Kalorien im Plan und fast kein Cardio. Und an der All-Stars Classics haben wir uns Feedback geholt und da war das Feedback, bring die noch mal härter und dann wird die Profi. Und dann habe ich halt noch mal für 4 Wochen, das waren bloß 4 Wochen, haben wir noch mal richtig hoch gepusht. Erst habe ich gesagt, Cardio machen wir auf 90, dann hat sie sogar freiwillig 2 Stunden gemacht und ich habe halt nochmal Top. richtig runtergeschraubt. Im unteren Tausenderbereich waren die Kalorien am Ende und ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was die Jenny halt weiß, dass halt hat diese Pläne gesehen und dann direkt gedacht, oh mein Gott, der lässt die aushungern, weiß aber gar nicht, was die ganze Prep gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, ich habe mich da mit der Christina ausgesprochen, sie hat auch einen Post gemacht, wo sie sich bedankt hat bei mir. Für die Zeit. Das fand ich richtig cool von ihr. Also da ist jetzt alles geklärt. Und wenn sie meint, dass sie da jetzt besser aufgehoben ist, und ich meine, die Jenny war auch immer ihr Vorbild, dann soll sie da jetzt weitermachen. Na, aber wie gesagt, ich denke mal, ich kann mir die Pro-Card auf meine Kappe schreiben, weil wenn ich jetzt einen Athlet von Domme übernehme, der nächste Woche in Italien startet und der jetzt zu mir ins Coaching kommt und plötzlich Profi wird, dann ist es ja nicht mein Verdienst, dass der Athlet Profi geworden ist. Ja. 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 Kannst du dir auf jeden Fall auf der Karte schreiben, Dicker. Danke dir. Genau. Nochmal Same. so.
Um mal so diese Analogie zum Fußball vielleicht zu ziehen, das ist so, als wenn Martin den Ball im eigenen Strafraum nimmt, durch das komplette Spielfeld dribbelt, noch einen Torwart Den verlädt. den Torwart schon umlegt Ja, und dann und das dann Ding gegen kommt Jenny und Pfosten der haut. springt. Der Ball Ja, rollt dann über die Linie entlang und dann kommt er von hinten und grätscht das Ding rein. ja. Und dann sagen Aber alle, der das ist der wäre auch von krasseste alleine, der wäre Spieler. aber auch von alleine so reingerollt, so noch, weißt du, Ja, genau. so 10 Zentimeter vorher noch Und den hätte gekickt. quasi, also ganz hart gesagt, den hätte meine Oma noch reingeschossen. Ja, Also sie den hätte hätte für auch eine meine Woche Oma noch zu noch. meiner Oma ins Coaching gekommen und sie wäre Peewee Profi. hätte meine Oma auch geschafft, wahrscheinlich, Ja, auch wenn die genau. keine Ahnung hätte von der Und Materie, bei dem ja. Line-up eh. Also da hättest du Also, die Oma auch ich will jetzt Jenny mitgesteuert hier nicht haben. schlecht reden oder sowas, aber wie gesagt, ich glaube, Nee, gar nicht. Martin, die wäre auch unter dir Profi geworden und das Ding kannst du dir ruhig auf die Fahne schreiben. Sehe ich Ich genauso. finde es, Will die Jenny auch nicht schlecht reden. Die macht ja gute Arbeit. Ja. aber ich finde es schwierig, wenn man dann die Arbeit von einem anderen Coach, sag ich mal, so Ja. kurz vorm Wettkampf schlecht redet. Weil das ist doch wieder die Sache, warum sie sich verunsichert gefühlt hat und vielleicht Genau. deswegen sich dazu entschieden hat, zu Jenny zu gehen. Ich mag Jenny extrem, ich mag Daniel auch extrem. Ich habe gar kein Problem mit denen, aber ich finde, sowas ist immer so, weiß ich nicht, das hat so einen bitteren Beigeschmack, meiner Meinung nach. Also Ja. ich gehe jetzt auch nicht zu einem Athleten hin, der 1 Week out ist und sagt, hey, zeig mir mal die Pläne, und sagt dann, ey, das ist alles Müll. Komm mal, das ist alles Müll, ich würde es anders machen. Ja, dann natürlich werbe ich dann irgendwo auch ab. Das ist Abwerben. Sorry, ist es aber. Und selbst wenn die Pläne Müll sind, ich meine, wenn die Pläne so Müll sind, wieso kommt man dann innerhalb von 2 Jahren, wird man dann Profi Ja. vom Anfänger? Also, so Martin, schlecht Martin, ich bin mir ziemlich, ich bin, Selbst wenn ich ihr bin mir. irgendeinen Athlet jetzt von einem anderen oder was, wenn, von Dommel oder Justin oder Martin, egal, wenn er eine Woche vor dem Wettkampf zu mir herkommt und sagt, ey, guck dir mal die Pläne an, dann schaue ich mir die vielleicht an aus Höflichkeit, aber egal wie ich die finde, sage ich dann ja, mach. Bam, Ja, das wollte ich gerade safe. sagen. Und dann Weil das sagt man ihm Dümmste, was das. du machen kannst, ist irgendwas über den Haufen schmeißen. Und irgendwie ist Genau. der ja dann auch in die Form gekommen. Also irgendwas scheint ja funktioniert zu haben. Deswegen Ja. so scheiße kann es ja gar nicht sein. Also würde ich sagen, Junge, ich würde vielleicht ein bisschen was ändern, aber es tut ziemlich weh. Außer es ist absolut lebensgefährlich. Ja, Da kann man was das lassen wir jetzt sagen, mal außen ja. Aber vor. das kann man Nicht mal Martin was ja zum nicht Entwässern unterstellen. habe ich eingenommen, nicht Ja, mal was Chemisches. das war kein Vorwurf. Ich wollte sagen, das würde ich dir niemals zutrauen, aber da würde ich vielleicht was sagen. Aber sonst, genau wie Kevin sagt, halt doch die Schnauze vor unsichersten Athleten eine Woche vom Wettkampf doch nur noch. Ja. Ja. Und jeder weiß, der die Videos oder die Formchecks von dir gesehen hat, wie hart sie war. Das war brutal. Und dann will ich aus Höflichkeit dazu sagen, ey, wenn du dann, wenn du, also ich, wie gesagt, mach jetzt erstmal zu Ende und alles, und wenn du dann immer noch Bock hast, da irgendwie anzufangen oder sowas, dann mach das nach der Saison oder sowas. Genau. Weißt du? So, und dann einen sauberen Cut und fertig. Absolut bei dir. Dann, wie gesagt, in einer Woche veränderst du eh nichts eigentlich. Entweder du bist in Form oder du bist nicht in Form. Da kannst du machen, was du willst. Gibt dann nicht hier immer dieses Magic, bla bla bla. Ich meine, wenn man den Weg für sich gefunden hat, dann ist es keine Magie, ne? Das ist dann. Eigentlich ist es das, was Martin macht, genau das Richtige. Wenn du gut aussiehst, machst du Ja, nichts. so wenig wie möglich machen. So war auch bei Manuel das erste Mal, dass ich wirklich fast gar nichts gemacht habe. Und es war so Ja. gut. Ich habe mich ganz super gefühlt. Ich war morgens, ihr kennt es alle, morgens beim Scheißen und alles vom Wettkampf. Das ist also immer das Beste. Und ja, Ich habe also. das auch bei meinen Athleten so, die das erste Mal mit mir was machen, die schreiben mir dann immer total wild und wenn die Peak Week losgeht, was wir machen. Und dann denke ich mir mal so, trink 1 Liter mehr. Ja, und was noch? Radio raus, 1 Liter mehr trinken, alles gut. Und die erwarten Leg dann dich hin, immer, dass so jetzt, entspann dass so gleich irgendwie dann so der Magic Peak Week Plan kommt, wo dich. alles Ja. anders ist. Wir essen jetzt nur noch Fisch und Brokkoli und keine Kohlenhydrate und jetzt anstatt ein normales Training machen wir jetzt ein Entladetraining 3x20 und alles nur im Supersatz und so. Ja, ich Ja, weiß, was du Vollmaß meinst, aber Hafertee, aber nur der Lose, nicht die Beute. Ja, genau, ja, genau. genau, den Ja, kenne den kenne ich ich. auch Den muss ich mir immer bestellen, noch. nur den losen, bloß nicht den Brennnesseltee aus dem Supermarkt und so. Destilliertes Wasser und so eine Ja, Scheiße, guck, wie viel Dings da drin genau. ist. Ja. Ach, Scheiße. Naja. Aber auch nochmal, um noch ein positives Wort über die Christina zu sagen, Glückwunsch zur Profikarte und auch Glückwunsch zum gelungenen Profidebüt. Ich glaube, sie ist Neunte geworden in einem krassen Line-up. Ja. Du Also, machst Werbung für andere Unternehmen. Was ist das für ein Produkt bei Justin da? das ist HPN, glaube ich, ja. Das ist ein Sieht HPN-Produkt doch da. nicht nach Bits. Das sieht doch nicht nach Bits aus. Ich glaube, da hat er für HPN gekauft. Also, nee, okay. Ach, das ist ja OnePlate, das ist ja OnePlate-Rasierer. Den hab ich auch. Ja, Nee, das glaube ich jeder irgendwie. der hat jeder Bodybuilder. Das ist ein neuer OneBlade. Das ist Reissirup, Mandelmus, Ixon Shaker und ein Mind Paradise Gym Ach so, T-Shirt. schade, ja. Das sah aus wie HPN.
Aber wie, was war bitte in der Figurklasse los? Einfach mal Was? komplette deutsche Invasion, oder? Deutschland hat Ja, komplett Mann. alles ja Ich glaube, auseinander. 5 von 6, ne? In den Top, also 5. Ja. Fünf in den Top 6. Und wer mich, also Lena, erstmal wieder herzlichen Glückwunsch, geil. Auch ein Back-to-Back-Sieg, das wird richtig krass auf der Olympia scheppern, wenn sie da ankommt, mit zwei großen Shows, die sie gewonnen hat. Aber erstmal, wie krass war bitte Genie. Jenny Kurt? Ja, Mann. Vor allem, das Alter. hätte man auch tauschen können, meiner Meinung nach. Die hätte auch gewinnen können. Das war ein Wenn knappes es nicht, Ding. wenn es nicht Lena Rammsteiner gewesen wäre, die gerade die Toronto Pro gewonnen hätte, dann hätte man das auch der geben können. Alter Das war so Schwede. krass. Also, ich habe die nur beim Rauskommen gesagt, Alter, wie sieht denn Jenny aus? Die wird heute hier für Furore sorgen und dann. Aber, Schatzi hat es mir auch schon so oft gesagt, ich habe es auch immer nicht so 100% verstanden mit der Lena, warum die so viel gewinnt. Wenn man die live sieht, ist es was völlig anderes. Also das ist, die wirkt nochmal 15% krasser live. Und genauso wie meine Frau das gesagt hat, ist es auch live. Wenn man das live sieht, wie die da rumläuft, dann weißt du, nee, das Ding ist safe. Das ist Und ja, auch so eine also das war Präsenz, auch, ne? ja, das war auch keine hätte, könnte Entscheidung. Das war eine Muss eins. Okay, krass. Und wer mich richtig überrascht hat, also klar, Nadine auch, sah auch brutal aus, sah auch gut aus, Denise, aber ne? Denise, was ist das bitte für ein Potenzial? Das Die größte finde Potenzial von ich, allen. ja, wollte ich gerade Ja. sagen, finde ich die krasseste Erscheinung. Die haben wir in Polen live gesehen, wo so Profi geworden ist. Sieht aus wie ein Alien. Ist die nicht Also. auch sau jung? Nee, die ist Nee, die ein ist Jahr jünger als ich. 29. Ja, 29. schon Ah, ja. älter. Okay. Aber lass die Aber jetzt nochmal ganz. mit Sebastian 2, 3 Jahre arbeiten. Die steht auf dem Olympia ganz oben. Habe ich auch Safe. gesagt. Ja. In meinem YouTube-Video, was ich heute hochgeladen habe, habe ich auch gesagt, das Ganz, ist ganz oben außen rum Steckenschild muss für halt Deutschland. ansetzen. Obenrum noch ein paar Ja. Kilos an den richtigen Stellen und dann geht's ab. Ja, die braucht einfach mehr Muskeln, aber die Linie, diesen Frame, den die hat, ist einfach Ja. perfekt. Klasse. Ja. Und auch, ich habe auch noch nie so eine Gluteusform gesehen. Ja, Also total. ich sag das aus sportlicher Sicht, nicht aus männlicher Sicht. Ne? Also ja, Ja. muss man dazu sagen. Also die Gluteusform, die ist so einzigartig. Also es gibt so eine neue Linie irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, die Rückansicht. keine von den anderen hat. Also du guckst auf jeden Fall hin. Rückendichte ist auch krank, wenn die Komplett aufmacht hinten. krank. Das ist so richtige, ja, diese, soll man sagen, diese schwarzen Muskeln auf dem Rücken, so, weißt du, so eine Black Genetics, Alter. Das sieht echt krass aus. Weil wir haben Ja, ja schon starke. du musst als Frau erstmal so hart kommen können. Also das finde ich auch, ich glaube, live war ja noch mal anders wahrscheinlich die Härte, ne? Also sag mal was Also dazu. von der Härte waren aber alle gleich. Also da würde ich jetzt fast, Nadine war auch ultra hart. Wir waren abends noch zur Behandlung, hier Lymphe und so gemacht, danach war Nadine dran. Die war richtig abgezogen, also die war ultra, ultra hart. Also wirklich. Also die Top 6, die waren alle mega in Shape. Da würde ich gar nicht, glaube ich, irgendwen bevorzugen von der Härte, tatsächlich. Ja. Aber hier müssen wir überlegen, wir haben ja schon starke Athletinnen, ne? Mit der Lena, mit der Jenny, mit der Nadine. Und da kommt jetzt noch so viel Potenzial nach. Ja, ist Brutal, irgendwie ein also. krasser Hype, ne? Figur Deutschland. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Generell deutsches Bodybuilding geht gerade richtig gut ab, finde ich, ne? Egal welche Klasse, kann man eigentlich sagen. Hatte Tyler Manning ja auch gesagt, die Deutschen, die kommen immer knüppelhart. Also was da, die liefern immer ab. Also auch Respekt, wie viel, ich meine, Max hat ja auch super viele Athleten da zum Beispiel vor Ort, also wie er die alle gepiekt hat und so, schon stark. Ja, vielleicht noch ein Schnelldurchlauf durch die anderen Klassen, damit wir ja gleich zur Open kommen können, weil ich glaube, da gibt es noch ordentlich Gesprächsbedarf. In der Ich komme gleich Bikini, wieder rein mit meinem Laptop. mach das, Justin, bis Ja, wir gleich. gehen auch gleich open durch, deswegen musst du auch kommen. Beeil Ja. dich, beeil dich. Also wir hatten in der Mensphysik, hatten wir Tobi, Matthias Roth und Fabian, wo Fabian Feber einfach meinen dritten gemacht hat. Aber der hat auch gerade einen mega Hype, ne? Der sieht auch, der läuft gerade gut. Ja. Also sieht auch mega gut aus. Jetzt muss ich einmal die Lanze brechen. Ich habe in Polen so cool mit seinem Bruder gequatscht. Bei der Waage. Da ist er so ein bisschen neben mir. Und Urs hat mir auch gesagt, ihm ist das auch schon passiert. So, ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht, dass er einer Profi ist und einer Amateur. Und in Polen, wir haben wirklich richtig lange, richtig viel gequatscht, die ganze Zeit so gelacht und irgendwas erzählt. Und dann gucke ich so rüber. Ah! Und er sieht mich so. Und ich denke mir so, ja, okay. Vor 1, 2 Wochen waren wir noch voll cool und jetzt so ein Gruß und dann, ach fuck. Sagt, das ist ja der andere, das ist ja der Bruder. So, gar nicht gerafft.
Also, wie krass ist es bitte, dass der Bruder seine Profikarte nicht kriegt? Ja, Weil die er sehen hat genau ihm nämlich gleich auch aus. gesagt, die sind identisch, die Muskeleinsätze sind gleich, die sind wirklich identisch. Und er meinte so, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lasse ich meinen Bruder meine Ja, Profikarte. genau, dann Du geht er sollst auf die einfach machen. Bank. Und er kriegt der kriegt die Profikarte nicht und der andere wird immer Top 5 bei den Profis. Also, Der eine ist schon zu krass zum. der Amateur und Ja, eigentlich aber ist das er war so zu Profi. diesem Judging-System, Ja, siehst Leute, das du. ist Bullshit, Mann. Was wir letzte Woche gesagt hatten, eigentlich hätte der Marcel heißt er, ne? Der andere, Massi? Ja, Eigentlich hätte Marcel mal bei der Amateur starten müssen. haben wir Der auch auch. gesagt. Und dann am nächsten Tag hätte Fabian auf der Profibühne stehen müssen. Die hätte wahrscheinlich gesagt, Digga, nee, komm doch runter. Du bist doch Der ein Profi. müsste einfach mal einen Profi-Wettkampf machen, dann wird er Vierter und dann sagt er, hier, fickt euch, ich mache mich nicht mal zum Profi, aber auf der Profishow werde ich Vierter oder Ja, was? genau. Ja. Ja. Verrückte Scheiße. Ja, Ja, und die to Tobi anderen. und Matthias leider auf dem geteilten 16. Platz. Ich glaube, die haben sich auch beide mehr erhofft oder erwartet. Ja, bei Tobi hat es nicht so ganz gemacht. Ne? Der war ja eigentlich schon immer gut platziert auf den ersten Shows. Aber es Ja. war auch, wie viele waren es? 30, 31 oder so, ja. 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 Women's Bodybuilding, die Annabelle ist, glaube ich, fünfte geworden. Leider richtig weich gewesen. Ich verstehe auch nicht, wieso man dann sich nicht einfach in Arsch auffressende Form kommt. Sorry, jetzt so viel Muskeln, Alter. Die kann eine Woche nichts fressen und ist noch Die prall. muss, ich habe auch ge gesagt, die muss nur auf Härte setzen. Weil die Ja. muss nicht gucken, dass die irgendwie voll ist oder keine Ahnung. Nein. Die hat so viel Muskeln, die muss einfach schauen, dass sie hart kommt. Und die kommt halt nicht hart. Einfach Ja. zwei, drei Hardcore-Wochen hätte sie machen müssen und dann wäre das richtig, da hätte sie gewonnen, Alter. Safe. Also Annabelle, komm Setz nächstes auf Mal Härte, knüppel dann hart schaffst und du es. dann wird das deutlich Ja. besser. In der Physik, die Julia Schrade, auch Dritte. Wie Vanessa jetzt geplaced wurde, das weiß ich gar nicht. Da, 11. Okay, die war aber auch, fand ich, ein bisschen weich. Ich weiß es an, wer das härter kommen kann. Ja. Genau, dann, Wellness hatten wir keine Deutsche, Bikini, Celina 15. Ja. und deine Nina auf dem 16. Ja. Genau. Wie zufrieden bist du mit den beiden? Ist super zufrieden. In dem Line-up war es halt, also bei Selina und bei Nina ist bei beiden das Problem, dass einfach noch Muskeln fehlen. Ja. Also von der Linie, Präsentation her, zum Beispiel bei Selina super. Aber als ist so im direkten Vergleich zu den wirklich größeren so. War sie einfach noch so eher so die dünnere, zierlichere Athletin. Und bei der Nina genau dasselbe. Also die sah ein bisschen dünn einfach im Line-up aus. Die hat zwar diese ganzen Muskelformen und so, aber halt so nicht in Großformat, sage ich mal. Eher so ein Miniaturformat. Also du musst einfach alles noch größer machen. Ja, die Nina macht jetzt noch Portugal in 2 Wochen. Also ohne was zu erhoffen, einfach als Abschluss und dass sie nochmal Bühnenpräsenz zeigen kann, weil das so ihre größte Schwachstelle ist, ist so ein bisschen Präsentation, Posing. Na? Aber Genau. Selina ist Sense. Delina ist jetzt durch, die ist ja auch schon seit Ja. Oktober auf Prep, also seit 10 Monaten. Ja. Bist du mit in Weißt du, wie Portugal? bei der Weihnachtsfeier war, die schon hart am Diäten, Alter. Ja. Junge, Junge. Ich bin mir noch nicht sicher, ich muss noch mal mit Selina bequatschen, ob ich da mitfliege oder nicht. Ich glaube, Selina hat keine Lust, weil sie jetzt mal die Zeit genießen will und nicht schon wieder reisen. Das muss ich, deshalb muss ich mal schauen. Also ich wäre schon gern dabei, auf jeden Fall in Portugal. Ja. Dann hatten wir Christina Bruno auf dem 6. War meinetwegen meines Wissens ein bisschen überladen, viel zu prall. Also Hat nicht sie überladen, ja. aber viel zu prall. Komisch. Ich glaube, die ist schon fast so muskulös, ey. Von Die hat vorne einen ist sie schon sehr krass, riesen so wie Booty. quasi Also mir ist so. aber gut, mir hat's aber gut gefallen, muss ich sagen. Also Okay, ich find's so besser. Kevin. Ja, ich hab's bereut, dass ich's ausgesprochen habe. Jenny, er meint es nicht so. Ja, ich hoffe, sie schaut wie die anderen Folgen die jetzt auch nicht an. Jana, lass mich nicht Nein, ich habe verpetzen. Kopfhörer drin, der Ton ist aus. Ah, gut. Und Lisa Reit, Dritte. Ja. Korrekt? Also auch nach dem Indien-Sieg wieder in den Top 3 geplaced. Also stabile Form. Die macht es aber, glaube ich, auch mal Ruhe, bis sie jetzt irgendwie dann zum Mr. Ja. Olympia fliegt, hoffentlich. Ja. Dazu zu den Klassen noch irgendwas von euch? Ansonsten können wir schon mit der Open Class starten. Open, open, open. Open, 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 open. ja. Erste Frage an Domme Domme, wo hättest du dich in der Open Class geplaced? Boah, witzig. Heute hat mich einer drauf angequatscht zwischen irgendwas auch um 8, 9, 10, glaube ich. Safe. Das Wenn du, Alter, wenn du volles Maximum ausgeschöpft hättest und nicht so runtergegangen wärst, Junge, du wärst.
Ich wusste das, als ich den Kommentar unter deinem Bild geschrieben habe, Alter. Da wusste ich das bei Classic noch gar nicht. Aber die Most Muscular, die war so asozial, wo ich mir gedacht habe, Alter, die gewinnt der einfach fast gegen jeden so. Also, Ich glaube auch, ja. also ärgert mich auch ein bisschen so, denn ich wäre wahrscheinlich mit 104, 145 ja vorhin gesagt. Ich glaube auch 8, 9, 10. Vielleicht hätte ich den kleinen Fettsack noch ein bisschen geärgert hier. Justin, glaubst du, Dom hätte ich geschlagen? Was schüttelt da dein Kopf da Nein, hätte gerade? mich nicht. Hoffe ich nicht. Ich Dafür ist Dom mir zu schlecht. glaube, Justin hat seinen Social Media Auftritt hier um 180 Grad geändert, Alter. Bin jetzt der arrogante, egoistische. Ich bin Ja. vorhanden, seitdem ich meine Pro-Card habe. Mir hat der kleine sympathische Schüchterne besser gefallen irgendwie. Wisst ihr noch, wie vor 2 Jahren hier im Podcast saß und eine Freundin gesucht hat? Ja, Ach. der war viel süßer, der Justin. Wo ist der hin? Ja, Der keine Ahnung. musste Ich vermisse den Teddybären. Aber Acetat weiten. ich hätte es gern gesehen. Wir wollten eigentlich zusammen auf der Bühne stehen, Dome. Du hast dich dazu Ja. entschieden, in die Frauenklasse zu gehen. Ja, ich weiß. Aber vielleicht entlade ich ja einfach mal nicht und stelle mich immer einmal hin, um dir mal den Arsch zu versohlen, zwischendurch nochmal eine offenen. Mach doch mal Mailand jetzt noch, Domme. Machst du Ah, Mailand das. Bodybuilding und fliegst dann nach Portugal in Classic. Mal kurz hier rüber. Komm mal hier rüber, Kollege. Was wiegst du jetzt? 102,5, irgendwo Kein krasser 102,5, Rebound, ne? 103. Nee, geht. Gab ja auch Wir haben auch nur. eigentlich nur Fleisch gegessen und Ja. gestern hatte ich mit Max gesagt, da waren wir brunchen. Also haben wir Sehr. uns die selber. Also bei mir gab es auch nur Fleisch nach dem Training, nach dem Wettkampf. Ja. Wie beurteilt, oder Justin, ist ja, wie war dein Profidebüt? Erzähl mal. War schon geil, weil oben, also wir hatten, unten war kein Platz mehr und dann war oben beim Tanning, lagen dann alle Open Guys. Eigentlich lagen nur so die Neuprofis und so die William Bonnex, die saßen halt die ganze Zeit. Und ich schwör's, also das muss ich kurz erzählen. Das ist so krass. William macht es ja seit über 20 Jahren und er sitzt da hinten, so chillt er die ganze Zeit, sitzt, guckt so rum. Ich gucke den so an und denke mir so, Digga, du sitzt hier, als würdest du auf deine Kinder warten. Das ist so für den, also natürlich, das ist nach 20 Jahren nichts mehr. Ne? Für den ist das tägliches Brot mäßig. Es war aber echt cool, das mit anzusehen. Heute mit Nathan wieder geredet und ich schwör's euch, das hat auch Stefan zu mir gesagt. Wir Europäer, wir Deutschen oder auch die UK-Leute, wir gehen viel zu detailliert an die ganzen Sachen ran. Wir stressen uns viel zu sehr mit so Kleinigkeiten. Mann, Nathan hat zum Beispiel gesagt, fuck Olympia. Der verdient, also erstens, der wird sich eh nicht ganz vorne platzieren. Also warum soll er das machen? Lieber diese European Shows mitmachen, wo er halt was gewinnt. Nee, aber ansonsten, es war einfach krass. So. Ich lag neben Bruce und denke mir so, Junge, ich bin so ein kleines Kind. Voll geil. Ich habe das dann so richtig realisiert, habe ich es dann, als Bruce und William den Vergleich hatten und die hatten ja ewig den Vergleich. Und dann habe ich mal so durch die Halle geschaut, habe dieses M-Pro-Dings gesehen, habe die ganze Crowd gesehen. Und dann habe ich mal so wirklich versucht, es zu genießen und das war einfach ein geiles Feeling, wirklich. Ich würde sagen, ich bin jetzt da angekommen, wo ich immer hin wollte. Und jetzt gucken wir halt, dass wir in den nächsten Jahren nochmal ordentlich Gas geben. Ja, aber ansonsten war es ein Bombenfeeling. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich war nicht aufgeregt, überhaupt nicht, null. Das Pieken hat sehr gut funktioniert diesmal. Also gerade vom Magen hat alles funktioniert. Ich hatte einen flachen Bauch, ich hatte keine Verdauungsprobleme. Das Einzige, was mich genervt hat, das werde ich jetzt aber zu Italien fixen, ist das ganze Geschwitze. Das liegt einfach zu 100% an meiner Ausdauer. Und ich habe jetzt den dritten Tag mit richtig vielen Posing-Runden am Tag. Das ist jetzt der dritte Tag und ich kann jetzt 3 Runden am Stück posen. Also es ist so krass, wie schnell das eigentlich geht, wie schnell man da besser wird. Das ist genauso wie beim Stairmaster, Laufband und so weiter. Und, Ziel für Italien ist ganz klar, da halt nicht auszulaufen. Beziehungsweise Max hat schon geschrieben, ich lasse dich da vorm Tanning 5 Runden durchposen, dass du einfach das Wasser nochmal rausschwitzt, dass es nicht passiert, weil das macht den Look einfach kaputt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mir vielleicht die ein oder andere Platzierung gekostet hat.
Aber ich weiß nicht, das können ja Martin und ich denke mal, Dome kann. Hast du mich live auf der Bühne angeschaut, Dome, oder lagst du Ja, hinten? auf jeden Fall. Genau, das. Ah, der saß neben meiner Frau. Perfekt. Ich war auch da, Komplett daneben. analysiert alles. Wir waren alle nebeneinander, ja. Ja. Also ich bin komplett zufrieden mit meiner Platzierung. Ich habe ja eigentlich Top 10, beziehungsweise Top 8 hatte ich im Kopf. Und siebter ist grundsolide. Bin ich super zufrieden. Es ist halt, ja, wenn du siebtplatzierter wirst, so, du freust dich jetzt nicht auf der Bühne, wie wenn du einen ersten machst. Du holst ja die Platzierung ab, deine Medaille, gehst du wieder und fertig. Ja, das war Aber so. ist eigentlich alles genau richtig analysiert, was wir, glaube ich, auch, wo wir da standen, gesagt haben. Musst halt schauen, dass du ja die Ausdauer zum Posen hast, Genau. das Schwitzen ein bisschen fixen. Ansonsten richtig rundes Paket, war es schön voll mit einer guten Härte. Auch noch richtig gut gerettet, das Paket. Bei dir mache ich, also ich habe ja auch mit Max zwischendurch immer gequatscht und Max hat mir mal ein Video von dir geschickt und der war mega, mega happy, als dann die Form angezogen ist und wir haben dann schon so ein bisschen geschrieben. Das ist ja echt. Dich zu pieken ist ja wie so Achterbahnfahren, Junge, Alter. Also Da mich zu pieken geht ist, dir. du siehst, von Tag zu Tag werde ich immer beschissener vom Look. Und dann über Nacht ist so Magic. Zweimal hast du mich damit jetzt gefickt. Jedes Mal habe ich zu Roland gesagt: Boah, Justin hat's verkackt. Dann wacht er auf. Justin sieht voll geil aus. Wir abends wieder im Hotel gucken so: Justin ist 6, 7 Kilo schwerer, aber. Der wird morgen nicht hart sein, der hat's verkackt. Justin steht auf, Max, aber gut, Max hat mir dann schon nichts geschickt. Ich sage, nee, passt wieder. Also sah super aus, hat echt perfekt gepasst, habt ihr gut gemacht. Das Einzige, das mit dem Schwitzen und übt mehr Posen. Ja, aber mich nervt es mit diesem ganzen Wasser, weil es ist, wie du sagst, es ist eine Achterbahnfahrt. Du hast immer Angst. Klar, wir wissen jetzt, wie es, sag ich mal, funktioniert, aber ich bin jetzt auch gespannt, wie der Peak wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch Ja. nochmal. Ist bei dir eh krass, ne? Du siehst ja auch zwischendurch, sobald mal irgendwie 1, 2 Tage ein bisschen was gegessen ist, wieder butterweich aus, ne? Du hast so richtig das ganze Wasser unter der Haut, ne? Ist halt auch schwer, dich dann irgendwie vorher schon halbwegs einzustellen, weil man es ja auch kaum abschätzen kann, wie der Look jetzt ist zum Schluss, ne? Also. Absolut. Und es ist halt, er war jetzt auch nach der Ben Wader, war das so, das Gewicht ist nach oben gegangen, aber die Muskulatur war nicht prall. Das war halt, wie du sagst, alles nur unter der Haut. Und nach 2 Wochen ist es so von und also das Gewicht ist gleich geblieben, aber der Look hat sich immer mehr verändert. Es wurde immer schärfer wieder. Und dann wurden auch die Muskeln wieder praller. So, ist Ich halt. würde mal in der nächsten, letzte Diät, war es bei dir auch so? Letzte Diät, das war doch, das kannst du nicht vergleichen. Ja, dann guck's mal in der nächsten, weil ich fand diese, also klingt so doof, aber manchmal wechselt sich dieses Schema. Ich fand es bei mir war es auch jahrelang immer genau wie bei dir, dass ich auch immer mega scheiße, also ich habe auch, konnte auch fast nie was posten, weil ich immer mega scheiße aussah, bis auf den Tag zum Wettkampf und. Ja gut, diesmal war es wahrscheinlich einfach durch dieses extrem lange Fertigsein geschuldet, dass es nicht so war, ne? Du Sonst macht bei sagst, dir ja du auch sagst keinen. 2 Weeks out oder 3 Weeks out, sagst du ja Bombe aus. Ja, ich war eigentlich schon fertig, ja. Mich nervt es dann halt, weil mich gucken die Leute dann an, so 2 Weeks out. Und dann, ja. Egal, Mann, dafür kommst du dann von, weißt du? Ja, das ist halt das Coole. Aber trotzdem ist Ja. es, also für mich, jetzt beim zweiten Mal ging es schon wieder. Ne? Jetzt bin ich ganz entspannt, so. Wenn ich jetzt morgen, also eigentlich sollte jetzt kein Rebound mehr kommen, oder? Es ist Mittwoch. Theoretisch sollte nichts Nein. mehr kommen. Wenn ich jetzt morgen mit Ja. 15 auf einmal aufstehe, weil, keine Ahnung, wird eh nicht, dann habe ich auch Das Magenprobleme. Fahrstuhlfoto war doch aktuell, ne? Das ist alles aktuell gerade. Ja, also du siehst ja Also schon. gerade ist Geist, so hart, so eine Form wie gerade hatte ich noch nie. Ich glaube nicht, der Roman ist durch. Das heißt, du wirst deine Form in Mailand nochmal toppen? Ja, ich denke schon. Ich finde, Ich das war bis denke jetzt deine beste Form. Du sahst echt so, ich super auch, on ne? point out, perfekte Ja. Balance zwischen Härte und Fülle. Deutlich voller als auf der Ben Wilder, wo du Profi geworden bist. Also Ja. da sahst echt noch mal viel muskulöser aus. Ich war ja auch 7 Kilo schwerer. Dommel will was sagen. Hat man gesehen. Nee, ich muss mich ja melden. Ich möchte Ja, dann mach. das Klassenzimmer bitte verlassen, Herr Lehrer. Ja, darfst zur Toilette gehen. Nein, ich komme auch nicht mehr wieder. Ich Papa, muss noch ein paar Sachen organisieren und holen und den Wagen nochmal Papa ist mit abholen. Zigaretten holen, der kommt wieder. Nein, Jungs, war eine richtig coole Runde. Ich gucke, dass das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger klappt. Das war halt einfach Ja, wäre der cool. Freut mega mich. anstrengende Prep geschuldet. Ne? Also, Ja. Leute, habt noch Spaß. Ich hau ab. Dankeschön, mach's Ciao. gut. Ciao. Ciao, Ciao. ciao. Ja, dann lass uns doch mal kurz über die Open Class reden.
Erstmal vielleicht die größte Enttäuschung, meiner Meinung nach Chrisso, oder? Ja, Alter, was ist das für ein arroganter Fatzke? Das war ja Katastrophe, Alter. Wie der sich Backstage aufgeführt hat, alter Schwede, unnormal. Ich habe den Backstage kurz gesehen, habe ich schon zu meiner Freundin gesagt. Letztes Jahr stand er vor uns. Du hast ihn unangespannt, hast du jede Faser seines Muskels gesehen, unangespannt. Das war Pergamenthaut, der war voll as fuck. Und diesmal dachte ich so, also entweder bist du flach, du bist aber auch noch zu fett. Er ist zu fett gewesen, ja. Da die Haut, also bei aller Liebe, dann der Tanga, der hing ihm ja unterm, also eigentlich zieht man den ja immer in dieses V. Chriso denkt sich so, ich ziehe mir den halt irgendwie wie so ein Bauer kurz an und fertig. Ganz komisch. Und dann lag der die ganze Zeit hinten mit seinem Coach. Dann habe ich nur in so eine Tasche reingeguckt. Da war so viel Gepäck drin und ein schöner Novorapid-Pen, der bestimmt einfach komplett durchgeschossen wurde, einmal 300 Einheiten rein, dann gefressen und dann ging es im Scheiß. Der ist ja fast abgekratzt auf der Bühne, Alter. Aber Ey. der hat, bei mir in Prag hat der auch, der ist von der Bühne gekommen, Junge. Der hat einen halben Kotzanfall da hinter der Bühne bekommen, weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Der hat gehustet und der Trotzel rausgehauen, Alter, das war übel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe den Stream ja komplett geguckt. Und Tyler Mannion hat ja einmal Bruce in die Mitte gestellt, einmal William in die Mitte gestellt, einmal Chrisso in die Mitte gestellt. Also dreimal Ja. verglichen. Und Ja. als sie ihn den dritten Mal verglichen haben, meinte er, wollt ihr noch eine Runde? Und Enmo, nein, nein. Also wirklich auf so, nein, nein. Und als es dann nachher der Platzierung war, haben sie gesagt, und der dritte Platz geht an und er meldet sich nur. Ja. Backstage, als Bikini dran war. Ich habe gerade meine Athletin Backstage gebracht, wollte zurück nach vorne laufen, dann kam mir Chrisso entgegen. Und hat dann so diesen Typen gefragt, wann Bodybuilding dran ist, obwohl Bikini gerade das Backstage gegangen ist. Und dann meinte der, nee, es dauert noch. Und der dann richtig so, hat so richtig so gemacht, ist weggelaufen, so richtig arrogant. Da dachte ich, was für ein Wichser, der Er Typ. wirkt auf mich, als wäre er so ein Eiskrieger oder so ein Goblin oder irgendwie sowas. Ich hab das heute Torben geschickt. Kennt ihr den Troll aus Harry Potter? Aus dem ersten Teil. Der hat auch Ja. solche Ohren. Der sieht genau, das ist Chrisso. Ich schwöre dir, das ist Chrisso. Warte, ich pack mal, muss mal das Bild auspacken, was ich Torben geschickt habe. Ich hab's. Ja, pack. Alter, aber 1:1. Aber die Ohren alles gleich. Das ist Chrisso. Ja. Und der war so weich, der hat auch, wenn er normal da stand, das sah aus, als ob der keine Bauchmuskeln hat. So, ja, also keine Ahnung, der hat mich wirklich enttäuscht. Also vor allem, weil ich so Sachen von Justin gehört habe. Alter, wenn du den siehst, und dann dachte ich mir, ja, der ist zwar breit, aber ich dachte, der wäre krasser. Ja. Letztes Jahr war ganz anderes Level. Ja. Alle eigentlich. Und ich habe halt auch gehört, er soll sich wirklich Kacke benommen haben. Ja. Ich weiß nicht, Ja. was da vorgefallen ist, aber naja. Er hat anscheinend sich die Hand in die Hose gepackt, mitten auf der Bühne, und hat seine Eier zurechtgelegt. Und dann irgendwann während des Posings hat er irgendwann zu den Judges so gemacht. Weil er nicht mehr konnte. Okay. Ja, machst du halt Echt auch wie noch so ein einmal, Troll. wenn Tyler Mannion da ist, ne? Das findet er, glaube ich, nicht so geil. Nee, Nee. kommt voll gut. Ja. Reden wir nochmal kurz über die Top 2. Also, William Bonner, krasses Comeback. Also, Respekt an Stefan, was er aus dem gezaubert hat. Aber ich war nicht vor Ort. Hat er zu Recht gewonnen, weil ich fand auf dem Livestream Bruce besser. Fand im Prejudging habe ich auch den William auf 1 gehabt. Na, im Finale ist der Bruce nochmal besser geworden, da hätte man es drehen können. Aber ich hatte schon, also man kann es schon so entscheiden, es war kein, also der wurde nicht robbed, wie es viele schreiben. Na, live ist es nochmal wahrscheinlich ein bisschen anders. Also der William hat echt eine andere Muskelqualität gehabt. Na, also du hast viel mehr Teilungen und alles gesehen. Vor allem, also der war, überall hatte der die Muskelqualität. Und der Bruce, habe ich gedacht, der war in Rumänien besser. Also der hatte nicht so diese Endhärte. Der war härter. Ja, in Rumänien sah er härter aus. Ich fand, der beste Bruce war vor 2 Jahren in Rumänien, als er Brett Wilkin geschlagen hat. Das war Da war auch Roman dabei, ne? genau, das Roman, war ja. ein geisteskrank schönes Paket. Und jetzt fand ich den irgendwie nicht mehr so, also die Linie absolut beeindruckend.
Wisst ihr, was der wiegt? Ich habe mit dem gesprochen, der wiegt 113. Das ist Also krass. nicht viel. Seine Taille ist halt so. Und ich finde, was auch noch aufgefallen ist, vor allem dann im Finale, William hat halt, der hätte noch 10 Jahre weiter posen können, Ja. so, war jetzt kein Ende gegeben. Und bei Bruce hat man dann irgendwann gesehen, okay, jetzt wird es anstrengend. Aber Will, der hat halt einfach so, wie gesagt, Mich stört aber bei William immer noch die ja, Middle die Mitte. Partie. Also auch gerade in den Frontposen halt. Ne? An der Seite finde ich, kann es ganz gut kaschieren. Von hinten sowieso hat er alles gewonnen, finde ich. Also, und das ist halt das, was ich sage. Im Livestream kannst du diese ganzen feinen Details nicht sehen. Der RJ Kelly hat auch gesagt, AJ Kelly hat auch gesagt, dass die Details bei Bonac geisteskrank sein sollen. Das siehst du halt auf dem Stream nicht, ne? Wenn denn live neben dir steht, das kann nicht sein. Also das ist unreal, wie der aussieht live. Wenn er einfach nur da steht, in sein Bein von der Seite ist so. Also das ist, du denkst dir, was ist das für ein Mensch? Oder der Arm, der sieht aus, als hätte der so einen Peak. Also der steht einfach nur so da und der Arm ist so. Gefühlt klebt er an der Brust. Also das sah schon richtig krank aus. Ja. Okay, dann ist es ja gerechtfertigt. Ich fand, glaubt ihr, dass Bonac dann gute Chancen hat, sich auf der Olympia wieder Naja. helfen? Also gut, ich glaube, der wird eine Top-10-Platzierung kann er schaffen, wenn er nochmal so die Form bringt, aber Top 5, 6 ist mittlerweile so krank, da kommt er nicht mehr rein. Okay. Vielleicht sollen wir noch die anderen Deutschen erwähnen. Hinter Justin direkt hat sich der Patrick platziert. Er ist am Tag vorher Profi geworden. Was haltet ihr Potenzial ohne von Ende. dem, was haltet ihr von Patrick, genau? Mal kurz. Potenzial ohne Ende, aber er muss die Güne so schnell es geht fixen lassen. Ja, und ich fand das Ich auch, habe das auch super. mich sogar Ja. gewundert, dass er Profi geworden ist. Also ich habe ihm rein von der Muskulatur und von der Form eindeutig Profi geworden. Aber ich habe da mir so vorgestellt, okay, als ich den rauskommen sehen habe, habe ich gedacht, oh nein, jetzt hat er eine Güne, so hoffentlich. Also ich habe gedacht, die werten den ab. Aber anscheinend hat es trotzdem gereicht. Anscheinend juckt es nicht so sehr beim NPC. Ja. Aber ja, das muss er auf jeden Fall fixen. Aber sonst, wenn das wirklich stimmt, so von wegen ein Jahr Training oder was ich da gehört habe, dann ist das potenzialmäßig, kann der dann auch einer der besten Deutschen mit werden. Ja, warte mal ab. Also sieht er sehr, sehr gut aus. Auch nochmal Glückwunsch an der Stelle. Also auch krass, was er in der Zeit, die er jetzt trainiert. Ich habe da so ein bisschen was gelesen, dass der auch noch nicht so lange dabei ist irgendwie. Oder zweite Saison oder irgendwas. Erste Saison. Erste Saison sogar. 11 Monate Training anscheinend. Ja. Nee, 11 Monate Training ist nicht wahr. Ich habe mit Jan darüber geredet. Seit Okay. 11 ist er halt im Competitive Bodybuilding. Also, ach so, okay. Okay. Nee, aber auf jeden Fall richtig krass, was er da auf die Beine gestellt hat in der kurzen Zeit. Und ein sausympathischer Mensch, sehr hilfsbereit. Ich habe mich so unglaublich lang mit ihm unterhalten. Wirklich super korrekter Typ. Also, freue mich auch, dass er jetzt im Team Big Sun ist. Da wird auch von mir und ihm Safe Content kommen. Wir haben gesagt, so in 3, 4, 5 Jahren. Wenn alles gut läuft, wenn wir beide gesund bleiben, dann safe irgendwann. Wisst ihr, wie alt er ist? Ja, 26. Krass, Ja. auch noch jung. Ja, stark. Bin gespannt, wo die Reise bei ihm hingeht. Wisst ihr, ob er weitermacht, aber auch in Mailand oder Portugal startet? Oder ist Nee, es. ist jetzt ein Reborn. Okay. Ja, dann hatten wir noch Pascal Schlegel und Daniel Thomas am Start. Daniel, glaube ich, knapp vor Pascal geplaced. Nee, andersrum. Andersrum. Pascal 13, Daniel 14. Okay. Denk Ja, mal bei was anderes. Daniel war es die Mitte, die er halt. Er hat Das die Probleme, die Mitte zu kontrollieren. Ja. Und halt noch ein paar Lücken so in der Physik. Gerade die Arme und so fallen voll ab im Vergleich zu den Schultern und so. Na, aber. Und der Pascal ist halt generell noch zu wenig auch. Also der muss einfach. Der geht halt voll unter von der Masse her. Hat aber Vor auch allem direkt beim. geschrieben, ne? Hat direkt Ja. gesagt, ich wiege einfach noch 10, 15 Kilo zu wenig, ich gehe jetzt wieder zurück Ja, in die der stand Offseason. neben Bruce und dann, das war echt so ein Unterschied wie so GNBF versus Open Bodybuilding, so gefühlt. Also richtig krasser Unterschied noch. Na, aber ja, konstanter Athlet, wird immer besser, macht jetzt keine Riesensprünge, aber der muss halt einfach dranbleiben. Es dauert halt ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob es an der Brille lag, aber wir haben ganz viele geschrieben, Kevins Bruder steht auf der Bühne. Ja, keine Ahnung. Aber ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall da auch an die Platzierungen. Ja. Sonst noch ein paar Worte zur Open Class oder seid ihr durch damit? Martin, ja. Wie fandest du Anthony? Oh. Ja, also ich dachte, der wäre noch krasser im Vorfeld, bei dem, was ich so auf dem Gastposing, die Bilder mit James Hollingshead und so. Der war schon krass.
Aber das ist, glaube ich, er ist, glaube ich, jetzt nicht so, also der ist jetzt nicht meilenweit von dir entfernt. Ich glaube, der ist Fünfter geworden, du bist Siebter geworden. Also der startet jetzt ja wieder auch. Ja, in Italien. Kann sein, dass es auch anders ausgeht. Also Das ist mein schon, Ziel. ja. Ich will ihn Ich dachte, schlagen. Emir willst du schlagen. Ich wollte auch gerade sagen, ich dachte, Emir ist dein Ziel. Emir ist ja auch da. Mit Emir will ich den Vergleich. Okay. Und wenn ich Emir schlage, dann schlage ich ihn, wenn nicht, nicht. Und mit Emir will ich aber den Vergleich. Deswegen. Was sagt denn ihr, wer gewinnt? Oder kommen wir dazu noch? Da kommen wir jetzt zu. Ich würde sagen, reden wir noch ein bisschen über Mailand. Also, wo Justin da jetzt auch da. Justin hat schon gesagt, sein Ziel ist, den Anthony einzuholen. Vielleicht auch wieder in der Bestform zu bringen. Hast du sonst ein Ziel? Top 5, Top 6, Top 7, Top 8? Sechs, Top 6, ja. Top 6. Okay. Ich weiß nicht, hast du das Line-Up im Kopf oder soll ich das mal aufrufen? Also Ich Top habe die Top. 3 werden, also wir haben Nathan, wir haben Bruce. Die zwei, das wird 1 und 2, also einer von beiden. Ich denke, Nathan holt sich das. Ich sag Bruce. Ich sage auch Bruce. Ich sag Nathan. Sag auch Drei Nathan. gegen zwei. Zwei gegen zwei, ja. Wie heißt es, die Flex Pro? Sechs Ja. Weekend. Gucken, ob ich da eine Starterliste finde. Dann kann ich die mal aufrufen hier. Nee, verdammt. Schade. Musst einfach auf Bodybuilders wird aus, oder? IFBB Pro Italy. Ja, bin ich gerade, war ich gerade. Ja, aber ich habe heute noch das Lineup gesehen. Ich habe da sogar kommentiert, so meine Top. Bodybuilders Without Borders hat es gepostet. Da habe ich nämlich kommentiert. Ja, gut, dann gehe ich da noch auf. Mal Bildschirm teilen oder so. Also das Ja, die BB Without oben Borders. angeheftet sogar. Oben angeheftet, Flex Weekend Pro. Weil. Ah, ich muss kurz auf Instagram gehen und dann teile ich das mal. Ja. Finde es krass, Justin hat, du hast doch gesagt, bei Rep One oder so, du hast Kuba Zielen immer verfolgt, so auf Instagram. Gerade so mit Trainingstipps und so. Und jetzt hast ihn geschlagen. Ja? Also, es war schon krass bei deinem Pro-Debüt. Ja, Ja. war schon cool. So, dann gucken wir uns mal die Starterliste an. Aber wenn du da auch Ranking. guckst, die meisten haben halt einfach ihre Form nicht genäht. Na guck, da habe ich kommentiert. Da steht schon meine Prediction. Dann können wir Martin jetzt ausschalten. Also, wir haben, ja gut, Andrea Bolzoni, Kuba Auch Sierlin. relativ neuer Profi, der Andrea Bolzoni. Nathan D'Ascia, dann Stanimir Etov, den fand ich von der Masse beeindruckend. Ah, Mann, der war letztes Jahr noch in der Classic. Krass. Und da war der auch so massiv, aber der ist noch fett. Ja, genau. Aber der sah echt brutal aus. Dann Anthony, haben wir schon drüber gesprochen. Mela Kokeni. Bela Kokini, geh mal auf sein Profil, bitte. Finde ich ihn hier? Bestimmt unter Markierungen, links unten. Und dann, Ja. das ist ein Viech. Kenne ihn schon ewig lange, Alter. Der ist damals auf der Frey Classic gestartet. Genau, das ist ein uralt, also ja. Der ist richtig krass, ja. Hat er was in den Arm? Oder ist es einfach Nee. sein Speak? Okay. Die sehen schon immer so aus. Also ich glaube nicht, Ja. dass er was drin hat. Die Ja. sind ultra rund. Krass. Der ist aber echt auch schon ewig dabei, ey. Okay. Also der, wenn der in Condition kommt, wird er auch sich, denke ich, gut placen können. Dann den Pavel Kowalski. Naja. Der war nicht. Justin Nee, Spaß. Mujol. Der ist Müll, dem sein Nachname kann man nicht mal aussprechen. Ja, wer ist das überhaupt? Emir ist dabei, Berus, Daniel Thomas wieder, Samir Trudi und Christian Wolski. Wo ist Atlas Nathan? Genau. Ja, das Ding wird zwischen Nathan und Berus laufen, ne? Und ich denke, Ja. 3 und 4 zwischen Emi und Wolski. Das denke ich auch. Ja. Und danach ist relativ offen. Also wenn wir mal gucken, den Kuba hast du schon geschlagen, den Stanimir hast du schon geschlagen, den Anthony willst du schlagen. Daniel hast du geschlagen, Samir hast du geschlagen. Ja, aber Bela ist, wenn der in Form kommt, dann gute Nacht. Dann wird der Dritte. Ja, guck Der mal, kommt, also. wenn der richtig, also wenn der Knüppel hat, wenn der wirklich in Condition kommt und der nicht irgendwie abgefressen aussieht, kann der sich sehr gut placen. Ja. Ja. Also irgendwo Sechster, Siebter, Fünfter vielleicht sogar. Bei Das. Samir Trudi,
Ich verstehe nicht, was bei ihm das Problem ist, weil der war schon mal bei der Arnolds und sagt, der sagt, Geist ist, guck mal. Na, und jetzt ist er halt irgendwie fett auf einmal auf die Bühne gegangen. Ja. Das ist, also auf Bildern brauchst du gar nicht schauen, aber der sieht live nicht annähernd so aus, wirklich nicht ansatzweise. Es ist so komisch, wie manche Leute auf Videos und Bildern ausschauen und dann live. Ja, irgendwie nicht so eine Erscheinung sind. Ja. Vor einer Stunde. Ja, stimmt. Da hast du auch gerade gesehen, dass sie da fehlt noch ein bisschen Conditioning. Also auf der M Pro hat es halt komplett, also du siehst, ja. Siehst du jetzt auch, da fehlt noch ein bisschen das Detail. Aber Ja, auch ein. Justin, wir haben hohe Hoffnung an dich. Gibt es Ich bin irgendeinen auch anderen Plan? überdruckgesetzt. Plan du, Max, irgendwie ein bisschen anders zu pieken dieses Mal oder macht ihr genau das gleiche Schema wie letztes Mal auch? Ja, also wir fangen erst morgen an zu laden. Das haben wir ja schon mittwochs angefangen. Und es gibt tatsächlich gar keinen Plan, weil wir müssen gucken, wie mein Körper reagiert. Max ist ab Freitag am Start. Sehr nah, direkt an meinem Apartment. Und dann werden wir hier immer wieder direkt live vorm Check machen und das versuchen wirklich perfekt zu nailen. Die Show ist Sonntag erst irgendwie, startet die um 19 Uhr, die Pro-Show. Wir haben Bikini, wir haben Figuren und so weiter. Also ich bin da nicht vor 21, 22 Uhr dran. Das ist Bikini richtig. und Figur auch. Gab es da auch Starterlisten zu? Habe ich nicht gesehen. Also Bikini weiß ich, dass Sarah startet, Sarah Neuhäusel. Johanna Dürr startet. Stimmt, habe ich irgendwas gelesen. Also ich gucke mal kurz hier. Men's Physik haben wir dabei den Pamuke Kisala Matthias Roth und und Tobi auch, Matthias Roth ne? auch, genau. Also zwei Deutsche wieder am Start. Bei der Bikini, Alter, sind das viele. Boah, da viel Spaß, Justin. Das wird lang dauern. Da mache ich. Christina ist am Start, Johanna Dürr ist am Start, Sarah Neu. Neuhäusel und Nora Neumann. Ist auch der Dennis James Profi geworden. Okay. So eine dunkelhäutige mit so Locken von der Okay. Jenny Rode. Okay, viel Erfolg euch Vieren. Und dann haben wir Wellness. Ich schaue mal kurz, ob irgendwas Deutsches dabei ist. Nope. Aber Figur sehe ich gar nicht. Also dann ist es wahrscheinlich nur Bikini. Also es sind, glaube ich, vier Ja, Klassen. okay, dann haut das hin. Ja. Aber ist ja krass, das wird ja dann übel spät werden für euch. Ja, Mann. Ich verstehe auch nicht, warum die nur einen Tag, also die machen ja, die machen komplettes Wochenende, aber der Pro-Qualifier ist noch am Sonntag zusätzlich, irgendwie morgens dann. Und dann halt erst abends die Pro-Show. Keine Ahnung. Okay. Ja. Machst du danach nach Portugal oder bist die Saison dann durch nach Italien? Ich mache keine drei Back-to-Back-Shows und ich wollte eigentlich nach der M-Pro schon aufhören. Ich fliege jetzt nur, also ich bin nur hierher, zum einen, weil ich das Feuer habe, weil ich richtig Bock hatte jetzt nach der M-Pro. Ich vom Kopf tatsächlich noch klarkam oder klarkomme, aber Portugal noch mitmachen will. Okay. Und du, weil du den Vergleich mit Emil wolltest. Und genau, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich will einfach mal neben dem stehen auf der Bühne. Ja, macht doch Sinn. Weil du weißt ja, Müsste dass. auch vom numerischen Vergleich passen. Ich Ja. hoffe, aber mal gucken. Ich meine, er stand ja auf internationalen Bühnen, hat sich auch mittlerweile schon ganz guter so ein Standing und du kannst ja genau sehen, wo du stehst. Richtig. Und das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Okay, verstehe ich. Nee, und ich habe, es ist auch so geil, wie wenn ich jetzt wieder bei Gannikus sehe, wie die mir die Worte aus dem Mund nehmen und da irgendwas zusammenschneiden, was halt gar nicht in den Kontext passt und dann versuchen, da irgendwie Beef zu machen. Also. Ich weiß, wie Emir in Form sein wird. Ich weiß, was für eine Doppelbizeps Emir von hinten hat. Die schlage ich nicht. So. Aber wir gucken mal, was das Gesamtpaket dann am Ende des So eine Tages ist. Klatschpresse nicht bei mir, nicht hier auf diesem Kanal. Hier ist alles seriös. Ja? So. Ja, aber viel Erfolg, Justin. Danke. Ja. Gut, Leute, Kevin, bevor dich habe ich ja gar nicht ausgefragt. Wie war dein Urlaub? Geil. Das Okay. war's. So. Nee, er will nicht drüber reden, er will nicht drüber, er weiß gar nichts mehr. Komplett durchgesoffen. Nee, wir waren in Ägypten und haben wieder eine Woche ja, quasi Hotelurlaub gemacht. Waren auch ein bisschen unterwegs, hier Quad fahren, tauchen. Und ja, war ein geiler Urlaub auf jeden Fall. Und Ägypten ist eh irgendwie immer geil.
Bin jetzt leider Ja. ein bisschen krank geworden auf der Heimreise. Mit irgendwas eingefangen, ich weiß nicht, von der Klimaanlage oder auf jeden Fall war ich die letzten 6 Tage jetzt. War zwar arbeiten, aber war, ja, mit Training war nichts. Richtig Also. scheiß Husten gehabt und verrotzt und so ein Scheiß. Ja. Aber jetzt halt heute geht's wieder. Jetzt habe ich heute nochmal so einen Tag vorsichtshalber Pause gemacht, dass ich nicht gleich wieder irgendwie rückfällig werde oder sowas. Ein bisschen Husten bin ich ja noch. Aber morgen, denke ich, gehe ich dann wieder ins Training endlich. Ja. Ja, im Goldstream Hurghada war ich auch. Und? War auch ganz nice. Ja, ist jetzt nicht so wie ich das nicht so wie die Goldstreams bei uns. Aber für dortige Verhältnisse ist es schon ein richtig gutes Studio eigentlich. Also Aber kannst alles machen. trotzdem Gym 80 Geräte? Eine. Okay, Ein krass. Gym 80 Gerät. Also die Mann war eigentlich kreuz und quer so So ein bisschen ist das. kein originales Gold Gym Nee, wahrscheinlich. da habe ich ja gesagt, das war kein richtiges Gold's Gym, aber Okay. war für die Verhältnisse dort war es ein gutes Studio. Also du kannst alles machen. Ich habe da Beine trainiert und Rücken. Und ja, war geil. Eine Hex-Squat haben die da drin, die ist absolut mega geil. Ich trainiere irgendwie nur auf alten Geräten, sage ich jetzt mal. Und da war so eine richtig geile Hex-Squat, war schon mal echt eine geile Erfahrung. So, ich habe mir nicht getraut, ans Maximum dran zu gehen, weil ich immer so ein bisschen Angst habe im Ausland, wenn ich mir da was wegfetze oder sowas, das wäre natürlich richtig bescheuert. Deswegen ich noch so die letzten Wiederholungen im Tank gelassen, aber hat schon Bock gemacht auf jeden Fall. Ja, Hochzeitstag haben wir gefeiert. Paar Drinks habe ich mir natürlich auch gegönnt. Und ja. Jetzt geht's los mit Prep, oder? Nee, wir fangen, also Manu und ich haben schon so ein bisschen geschrieben, wir wollen Ende Juni anfangen. Ja, sehr früh eigentlich für meine Form, aber er will mich sehr früh fertig haben und dann so ein bisschen reinfüttern, sagen wir mal. Weil bei mir ist eh das, nicht das Problem, jetzt mich hart zu kriegen oder sowas. Bei mir kann er nichts kippen. Also da kann man immer so ein bisschen spielen dann mit den Kalorien und schauen, dass man mich dann wieder wie so ein bisschen, ja, auflädt, vorsichtig gesagt. Ist natürlich nicht richtig auflädt, aber halt voller hält von den Kohlenhydraten. Und ja, Dann deswegen bist du an fangen wir. meiner meine Hochzeit auf Diät. Ja. Meal Ja, du, aber ich, ganz ehrlich, Mann, bei mir ist das nicht so ein Thema, Alter. Dann esse ich da eine Mahlzeit oder zwei. Also das ist jetzt nicht so das Ding bei mir. Weil wie gesagt, ich kompensiere das weg, also das ist gar kein Ding. Prep. Mit GDL. Mit GDA. Immer dabei. Nein, ich meine einfach, dass mein Stoffwechselrate so hoch ist, dass ich einfach easy in Form komme, eigentlich jedes Ja, Mal. ja. Relativ Martin, wenig. wie läuft denn die Hochzeitsplanung bei euch? Seid alle da? Justin, du auch? Ich ärgere mich so. Hat schon gesagt, wir brauchen noch ein Outfit. Da wird wahrscheinlich warm sein, oder Martin? Ja, wird warm sein. Kommst du dann Outfit. mit Max Muss man zusammen auch irgendwie oder irgendwas nur mit einkaufen. deiner Frau? Also Max hat Fett. auch zugesagt mit seiner Freundin. Habt ihr die Einladung schon verschickt oder kommen die noch? Haben wir doch schon. Also. Ja, ich habe noch keine bekommen. Oder nur, du hattest nur die Doch. WhatsApp-Einladung. Die WhatsApp-Einladung. Ach so, ja, Ach wir haben so, die die, ja WhatsApp-Einladung. gut. Ja, Ich genau. dachte jetzt Ich noch habe andere auch eine Geschichten. Gruppe vorhin gemacht. Du bist schon drin. Ja, gut. Ich nicht. Ja, Torben ist auch eingeladen, aber Torben ist leider im Urlaub. Kann nicht kommen. Ich Alle so lade. mit Tanktop auftauchen. So Hängt aber eine Klasse. Da Pflege. kommen fast nur Bodybuilder. Ja, erzähl mal kurz, wie groß wird das Ganze? Wo findet das Ganze statt? Was fährst du auf? Gibt es da nur Reis Erzähl und mal Hühnchen auf dem nicht, wo das Buffet? stattfindet. Ich verrate nicht, wo es stattfindet, nicht, dass Weiß ich danach doch. Leute kommen. Ja, Okay. es findet auf einer Burg statt, so viel kann Ja, ich sagen. okay. Und ja, so 75, 80 Leute werden wahrscheinlich kommen, wenn man, manche habe ich auch jetzt nicht in die Gruppe hinzugefügt, so Familienmitglieder und sowas. Na, also so um den Dreh wird es sein. Und da Selina hat die Planung gemacht und sie war ja auf Prep, also was Essen angeht, wird da richtig eskaliert. Na, wir haben da sogar bloß so Zimtschnecken und alles und Käsekuchensticks und dreistöckige Ach. Hochzeitstorte und da ist sogar dann auf der Hochzeitstorte sind so Hanteln drauf und sowas. Ne? Und Ich dann muss gibt mit es Manu natürlich reden. Buffet. Buffet gibt es natürlich. Also es gibt auch, wenn man will, Reis und Hähnchen. Ne? Das ist natürlich Pflicht. Es gibt aber auch Rind. Also es gibt, Ungewürzt. ja, also es gibt da wirklich, also es gibt sogar mit der Mitternachtscurrywurst und sowas. Geil. Also, DJ organisiert haben wir. Wir haben für jeden Scheiß was organisiert. Ne? Also, wir lassen da richtig Kohle liegen. Aber lohnt sich. Auch ein Ja. Type-Up-Room. Was meinst Gibt es auch ein Pump-Up-Room, damit wir zwischendurch ein bisschen die Kannst Carbs dich dort überall aufpumpen. Ja.
Kriegt dann Striptease von einem von euch. Guest-Posing. Ja, so Guest-Posing. Martin, ich gebe dir direkt einen Strip, Alter. Der ist sowas von. Ich schwör's dir, ich mach das. Geil. Ja, Taifun macht die Hochzeitsfotos. Nee, wir haben aber auch eine Fotografin dafür, auch aus dem Bodybuilding. Irgendeine Krass. Freundin von Selina, die auch Wettkampfathletin ist. Genau. Ja. Die ist dann auch dabei und macht die Fotos. Auch Stageshine ist da. Die macht die schminkt Selina zum Beispiel. Ja. Krass, richtige Bodybuilding-Hochzeit. Alles Bodybuilding, ja. Hast du schon einen Junggesellenabschied gehabt? Nee, aber wahrscheinlich seit am 29. Juni. Das Ich weißt du weiß doch es nicht. nicht. Ich weiß es nicht, aber mein bester Kumpel hat mir geschrieben, ich darf auf gar keinen Fall am 29. Juni irgendwas unternehmen. Also, Oh, wie dumm ist er denn? ja, aber ich bin halt so jemand, der dann am Wochenende meistens auch weg ist, weißt du. Und Das muss man mit Celina klären, nicht mit dir. na, die, sonst, wer weiß, was da passiert. Wie stellt ihr euch euren perfekten Junggesellenabschied vor? Ich hatte meinen schon und der war alles andere als Erzähl, wie spektakulär. war's? Ich war mit meinem Vater was essen, habe ein Bier getrunken oder so. Also mehr war da nicht. Du musst es nicht mit Kostüm durch die Innenstadt laufen und Schnaps Ich hätte es auch verkaufen. nicht gemacht, ich hasse so einen Boah, Scheiß so was, irgendwie. so einen Scheiß will ich aber auch nicht machen. Unser Nein. Hostel war auch so minimalistisch und geil, also Ja. wir sind da gar nicht so. Aber ich Nee. freue mich trotzdem natürlich auch bei sowas dabei zu sein. Das ist natürlich schon mal geil. Ja. Eigentlich darf Martin gar nicht sagen, was er haben möchte, weil nachher ist er enttäuscht. Aber Justin, wie würde dein perfekter Junggesellenabschied aussehen? Mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, einfach so die besten Freunde und dann irgendwie, keine Ahnung, auf ein Festival gehen oder so. Einfach eine Nacht Spaß haben. Nichts Wildes, glaube ich. Also, ich Glaube, weiß ich will auch nichts Wildes. Na, ich nicht. weiß Kannst du nicht, feiern wo nichts. genießen? Ja, bitte? Kannst du feiern genießen? Taugt dir das? Auch so ein Techno, aus so ein Rave geht dann safe. Okay. Also, ich würde jetzt nicht in so eine normale Disco zu Hip-Hop, das meine ich nicht. Das mochte ich noch nie so, aber so ein Rave oder so würde ich schon mitmachen. Aber jetzt irgendwie ein Stripclub oder so, das reizt mich einfach null. Also, Ja. wenn man vergeben ist halt auch so das Ding irgendwie. Ich finde das. Ja, also, bevor ich in Stripclub gehe, gehe ich auf eine Bodybuilding-Show. Ich finde es einfach so deplatziert Da eigentlich. sehen die Mädels auch besser aus, ne? Ja, das auch noch, ja. Haben kein Hängepopo. Ja. Oder gar kein Popo. Ja. Rizzo ist im Stripclub, was? Alright. Ja, Martin, schade. Schade, dass es nicht klappt. Ich wäre super, echt super gerne dabei gewesen. Ja. So, dann schaue ich mal, ob wir noch ein paar Fragen haben. Oder gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Themen aus der Woche, die ihr unbedingt noch besprechen wollt? Zu Flying Uwe müssen wir uns nicht äußern. Was? Folge ich nicht, keine Ahnung. Habe ich auch schon irgendwas gehört, aber Ja, ich weiß. irgendwie ein großes Thema. Er und seine Frau haben sich getrennt nach 18 Jahren und das gerade mega, mega das Drama, ob er ihm sie beschissen hat und keine Ahnung was. Also, Wen geht wer? das an? Flying Uwe. Der Chef von Smilodogs und Ja, ich weiß, Neosubs. wer das ist, aber so what, so, weißt du, Ja, das ist. eben. Genau. Also, dass sich da überhaupt die sozialen Medien wieder das Maul darüber zerreißen, das ist doch. Ja. Ja. Ey, dann können Sie sich auch in die Tanke gehen und die Brigitte kaufen, Alter. Da steht nur so Scheiß drin. Ja. Ja. Das ist gleich wie mit Zito damals. Aber das ist ja Kevins Thema. Hier fragt jemand, machen Vitamininfusionen wirklich Sinn? Ja. Vor allem, wenn du gerade am Krankwerden bist, macht das wirklich einen Unterschied. Oder wenn du zum Beispiel zur FIBO fährst, davor vielleicht eine machen, damit du halt gestärkt bist, würde ich behaupten. Also ich würde das zum Beispiel machen, wenn ich jetzt wirklich zur FIBO muss. Und irgendwie danach einen Wettkampf habe, so wie dieses Jahr, dann hätte ich mir safe vorher noch irgendwie so einen IV-Drip gegeben. Aber das macht definitiv Sinn, ja. Also die Frage wurde wirklich gestellt. Ich habe den Typen auch schon privat geschrieben, aber was mega geil ist, ich habe es Martin auch schon vor einer Woche gesagt, ich habe hier in Hamburg, Justin, falls du mal da eine Adresse suchst, eine Kooperation selber angefragt, weil ich dieses System so geil finde. Es gibt hier in Hamburg das Naturikum, wo du nicht nur Infusion kriegst, das ist halt nicht so ein Infusionsspa, wo du hingehst und dir einfach einen Drip gibst, sondern die dich halt komplett ganzheitlich be behandeln. Du hast auch Sauerstofftherapien, du hast da Höhentrainingskammern, du hast da Osteopathie ist da mit drin, medizinische Labordiagnostik, Mikrobiomdiagnostik, so ein Scheiß. Also wirklich alles in einem Platz. Und ich habe mir da letztens eine Infusion geben lassen, eine Glutathion-Infusion, und habe die dann einfach angequatscht, ob die Bock auf eine Kooperation haben. Und die haben tatsächlich gesagt, können wir machen.
Das heißt, man kann irgendwie gerade ein paar Prozente noch sparen. Und das Coole bei denen ist halt, du gehst halt nicht hin und sagst, ich brauche die Infusion, sondern die checken dich auch vorher noch einmal durch und gucken, ob es wirklich Sinn macht. Weil ich bin zum Beispiel hingegangen, ich wollte eine Vitamin C-Infusion haben und die haben mir dann es tatsächlich abgeraten, weil ich kurz voroperiert worden bin. Wo sie halt meinen, das kann halt den Entzündungsprozess in deinem Körper haben, dass die Wundheilung nicht so gut funktioniert und so ein Scheiß. Und das fand ich echt geil, dass sie dich halt wirklich beraten haben da. Das ist ein Bahrenfeld, also falls du da mal auf der Ecke bist, sag auf jeden Geil. Fall Bescheid. Das mal bitte dann einfach per WhatsApp. Schicke ich dir. Also wie gesagt, das ist eine Praxis, das ist kein Spa, aber man kann sich auch die Infusion einfach da abholen. Ja, cool. Alright. Domme, ach, da frage ich mal, ob Domme eine Haartransplantation für Classic jetzt macht. Wo glaubt ihr, würde sich Bruce beim Olympia platzieren, wenn er ein Visum hätte? Top 10, denke ich. Ja, Ja, safe. Ich denke eher so zwischen 8 und 5 so. na, so weit vorne sehe ich ihn nicht. Oh Er hat doch. kein Englisch. Das ist, ich schwöre euch, Ja. es wird, die müssen Englisch können. Denke Echt? ich. Aus sportlicher Sicht, also wenn man jetzt nur auf die sportliche Aspekte geht. Außer du bist ein Was? Hardy. Oder du bist halt ein Hardy Chupan. Ich meine, der kann ja auch kein Englisch, aber der ist halt irgendwie. Der ist noch mal einiges krasser, finde ich. Ja. Aber wenn Bruce zum Beispiel 5, 6 Kilo nochmal aufbaut, dann ist gute Nacht. Vor allem, weil er halt immer diese schmale Taille noch hat, dieses krasse. Wenn ihr nur noch eine Sport- oder Lifestyle-Klamottenmarke tragen dürftet, welche wäre das? Race muss ich sagen, weil ich bei Race unter Vertrag bin. Ne? Aber die haben auch geile Klamotten. Also. Also du kannst ja nur noch mit Jogginghosen rumlaufen, ne? Ja. Ich hätte eher gedacht, so sowas wie Father and Sons oder so. Kannst du in deiner Jogginghose heiraten, Alter. Ja, doch. Also am sinnvollsten wäre da Vater Sons. Ne? Aber wenn ihr geile Klamotten braucht für ein Sportrace. Also Father Sons passt mir keine Hose, selbst die größte nicht. Nein? Okay, krass. Ja gut, ich habe Skinny Legs im Vergleich zu dir, also Problem habe ich nicht. mir passen die. Ja. Ich würde Gap nehmen, also unabhängig davon, dass ich mit denen auch jetzt eine Kooperation habe, weil ich schwöre es euch, die Klamotten einfach qualitätmäßig beste. Und immer Ja. geile Sales. Und die Pfeife. halten halt auch ewig, die Dinger. Und du Die kannst die Schrift waschen. hält, alles hält. Ja, und du kannst die waschen, in Trockner werfen, da passiert nichts. Ja. Was? Und der Michael Johansson ist einfach auch so ein cooler Typ. Vielleicht hast du mit dem Kontakt gehabt. Das ist echt ein Herzensmensch. Der Deep Bodybuilding, der Deep Total. Immunity und so. Hat er dich schon eingeladen zu seinen ganzen Wettkämpfen und nach zu sich nach Hause und kein anderes? Nicht. Okay. Ich habe mit dem einmal einen Podcast gemacht und der meinte zu mir, wenn du mal in Texas bist, du kannst bei mir pennen, du kannst in meinem Gym trainieren. Das ist ein kranker Typ. Ja. Hier fragt jemand, und das ist, glaube ich, eine ganz coole Frage für Justin. Ist es hinderlich oder hilfreich, wenn ein Kameramann, Familie, Teammember oder wer auch immer mit zum Wettkampf kommt? Ich meine, du hattest jetzt deine Freundin dabei, du hast ja auch sicherlich Max dabei, aber so Leute, die jetzt dahin fliegen mit Kameramann und Rep One und keine Ahnung was, ist das eher hinderlich oder ist es eher hilfreich? Also ich fände es entspannter, wenn wir jetzt hier noch einen externen Kameramann hätten, weil das sieht einfach auch auf Video cooler aus, wenn dann die Frau mit am Start ist. Ist halt ein Ding. Aber wenn man meine Freundin filmt, dann weiß sie zum einen, wie sie mich filmen soll und man kann halt geil interagieren. Man kann sich so die Bälle zuwerfen. Das ist immer ganz cool. Das sieht man auch bei den alten Urs-Videos, als er noch mit dem Markus zusammengearbeitet hat. Dieses Hin und Her zwischen Kameramann und Protagonist ist einfach Bombe. Also es ist einfacher und stressfreier mit Kameramann, aber vertrauter ist es definitiv mit einem Partner aus der Familie oder sonst was. Ja. Insgesamt ist es immer stressiger, wenn du halt gefilmt wirst und noch daran denken musst in der Peak Week. Aber ganz ehrlich, das ist halt Das ist der Job. unser Job und fertig, fertig aus. Das gehört dazu. Das musst du machen. Du musst auch weiterhin Stories machen. Natürlich wird es weniger am Ende. Ich habe auch am Anfang, habe ich mir so viel Mühe bei allem gegeben, aber irgendwann kriegst du das nicht mehr hin und du hast auch keinen Bock mehr. Und wenn es dann halt die letzten 4 Wochen in der Prep sind, dann ist es halt so. Aber würdest du dich jetzt zum Beispiel oder euch jetzt abfacken? Ich nehme jetzt mal Rep One zum Beispiel raus, als sie in Chicago waren, dass sie dann am Tag vorher noch da auf dem Willis Tower hoch müssen und mit dem Fahrrad durch Chicago fahren oder wenn sie in New York sind, dass sie dann noch zum Stierlatschen da irgendwie rumposen müssen.
Wisst ihr, Waren was da ich die meine? dabei? Bitte? Waren da die Athleten dabei oder war das nur mit Michi und Matze und so weiter? Nee, als Tim damals in Chicago gestartet ist, ist er mit auf den Tower hoch und mit da zu diesem Brunnen gefahren, wo sie schrecklich nette Familie gemacht haben und so weiter. Ja, ihr kennt mich, mich wird es unglaublich abfacken. Also, Ja, abfacken, ja. ich würde jetzt nicht auf irgendeinen Tower hochlaufen. Also in der Peak würde ich nicht auf den Tower hochlaufen. Ja, Aber das glaube ich auch verstehen die nicht. doch auch, oder? Also, wenn du denen dann sagst, hey, pass auf, ich bin am Arsch, ich kann da jetzt nicht hoch. Lassen Sie über was anderes abdrehen im Es geht ja Apartment, um das den wir auch. Sport, Alter, und nicht um Das ist Sightseeing klar. in Chicago oder was weiß ich was. Ja, also das würde ich auf gar keinen Fall machen als Guck Athlet. mir sowas auch gar nicht an, weil es mich gar nicht interessiert, weil Ja, ich auch eben. die Welt sehen will, so. Okay. Na gut, vielleicht hat Tim auch gesagt, ich fühle mich gut, bevor mir die Decke auf den Kopf fällt und ich Hunger kriege, lass uns lieber eine Runde spazieren gehen, ne? Weiß man, war ja nicht dabei. Auch ein Punkt sein, ja. Okay. Wie bekommt man das hin zu entladen und entwässern? Hey, Moment. Wie bekommt man das Entladen und Entwässern für 2 Tage hin? Freitag Waage, Sonntag Wettkampf. Verstehe die Frage nicht. Wie Wenn du einen bekommt. Doppelstart hast, quasi einen Tag vorher und Nee, einen Tag so. am Waage machen, dass er das Gewicht schafft und dann Ah, am okay. Sonntag trotzdem geladen ist. Ja, Verstehe. entladen und dann aufladen nach der Waage. Was, Auch was... individuell. Das kann man gar nicht. Ja. Also du musst dich ja nach der Waage nicht nochmal entladen. Na, für den Sonntag, falls du das meinte. Kann nicht entladen. Dann musst du ja voll. Wenn du Also. alles richtig machst, wie Justin sagt, musst du gar nichts mit Entladen machen. Ja, Ja. also wenn du dein Gewicht machen musst, dann wirst du halt irgendwie keine Carbs mehr essen, dann, dass du kein Wasser hältst. Du wirst wahrscheinlich dein Wasser- und Salzhaushalt ein bisschen manipulieren, dass du nochmal da ein bisschen was verlierst. Und dann versuchst halt dein Gewicht zu machen. Im besten Fall musst du nicht mehr irgendwie drücken, sondern Ja. bist wie schon ein paar Tage vorher so nah an deinem Gewichtslimit, dass es relativ entspannt wird. Ja. Hier fragt jemand, setzen sich Bodybuilder heutzutage zu kurzfristige Ziele? Zum Beispiel neu Profi werden und dann ein Jahr später direkt schon die Olympia-Quali. Ja. Ja. Also ich finde es auch, jetzt das Beispiel von Martins Athletin, ich finde das schon teilweise schon ein bisschen lächerlich. Und wenn sich die Person jetzt beleidigt fühlen will, dann soll sie das machen. Weil ich finde es tatsächlich lächerlich, wenn man 2 Jahre lang trainiert oder 2 Jahre lang ernsthaft an einem Ziel arbeitet und das Ziel dann vielleicht mal nicht nach 2 Jahren erreicht, sondern erst nach 2,5. Alter, Junge, fickt euch. Es gibt Leute, die machen das seit 30 Jahren, so wie Markus zum Beispiel, hier Markus Hoppe. Und der bleibt immer noch dran, der hat immer noch Spaß dabei und geht danach nicht rumstänkern, dass alles so scheiße ist oder so, sondern der bleibt einfach dran. Ich meine, ich habe auch, ich glaube, was war, 10 Jahre, 9 Jahre, 9 Jahre lang Wettkampfsport gemacht, bis ich dann die Pro-Card gekriegt habe. Gut, ich habe es jetzt mir nicht so als Ziel gefasst. Das ist eher so bei mir so, ja, ich sage es mal nebenbei passiert, aber jetzt nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das teilweise schon hart lächerlich. Und auch hart lächerlich, dass man dann denkt, man kann es vielleicht mit mehr Stoff irgendwie dann schneller erreichen oder sowas. Und ja, es gibt dann so Ausnahmen wie den Patrick zum Beispiel jetzt, der die Pro-Card am Wochenende geholt hat. Das ist halt einfach eine genetische Ausnahme. Aber die meisten Leute erreichen es nie oder erst nach sehr langer Zeit. Und das muss man sich immer noch vor Augen halten. Ganz wichtig, mit der Pro-Card kommt nicht das große Geld, da kommen auch nicht die großen Umsätze, da kommt genau gar nichts. Null. Du Null. kannst genauso weitermachen, Was wie du in genau den Prep reingestartet bist. Ein Tag hast du einen Hype und eine Woche später hat es jeder vergessen. Genau, und dann darfst du wieder die Leistung bringen. Und wieder und wieder und wieder. Und Und es dann wirst kommt du immer, noch. und je besser du wirst, es kommen immer mehr Leute dazu, die dir das nicht gönnen. Ja. Und dann verkackst du es einmal und dann bist du da hier der Boomer der Dann Nation. bist du Guck weg. auf Roman. Ja, und dann holst du dir eine Olympia-Quali und dann heißt es, das Line-up war Müll. Ja. Oder halt 2 Monate lang bester Deutscher und dann, ja, dann ist wieder Ende. Das ist nur in Deutschland so. In Spanien ist es nicht so. Die Spanier, die feiern ihre Athleten bis zum Tod. Die so, ey, der Pablo kommt raus. Der ist nur Sechstplatzierter. Das ist denen egal. Das Die war Spanier krank. in der Halle, wenn der Pablo da rauskommt, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Ne, Martin? Das war Geil. Bei dem Bei dem Hossema Hossema. war es komplett Ja, gestört. bei dem Hossema brauchen wir Es war nicht. geistesgestört, die Aber Fans. auch im Titan und so. Die Leute, die sind einfach, die Spanier, die sind einfach anders drauf. Die waren so entspannt. Da
Ich wurde so oft in Spanien von Spaniern erkannt, wo ich mir dachte, Alter, was geht hier ab? Ich bin in Spanien. Das ist so abnormal. Also hier in diesen Ländern, das ist irgendwie, ja, besprechen wir ja gefühlt jedes Mal, ist es einfach. Ja. Und jedes Mal gibt es wieder einen Kommentar, Leute, die sagen, nein, das ist nicht so, das ist in allen Ländern so. Ja. Gut, wir haben auch tatsächlich nur noch drei Fragen. Ich würde sagen, die machen wir noch, dann haben wir es. Yes. Hier fragt jemand, welche Erfahrungen, die ihr noch nicht gemacht habt, stellt ihr euch am schönsten vor? Eine Orgie. Ja, Das hab ich gerade auch gesagt. Ich habe auf eure Martin, Blicke du hast das doch geschaut. schon gemacht, Martin. Hör auf, du hast das schon gemacht. Quatsch. Ich bin Quatsch. Jungfrau. Mein erstes Mal. Glaubst Vater du? werden. Vater werden. Ja. Und? Justin will kein Vater werden, habe ich gehört. Und erstmal nicht. Oder Also, erstmal nicht, ja. ja. Also ich glaube, so eine schöne Erfahrung für mich wäre es zum Beispiel, irgendwie in Thailand, Australien oder so mit meiner Freundin irgendwo anzukommen, also an so einem Berg oder so, sich dann dahin zu chillen und einfach mal das alles zu genießen, so richtig krass zu genießen. Also, wenn ich irgendwie zum Olympia komme oder so, das ist kein schönes, also das realisiert man ja sowieso nicht richtig dann in dem Moment. Und das ist dann so, du freust dich eine Sekunde und danach ist es halt auch wieder so, ja, okay. Aber ich glaube, so ein richtig schönes Erlebnis wäre für mich echt so irgendwie da drüben, Thailand, Australien, weiß ich nicht. Einfach eine geile Route entlang laufen und dann am Ende an irgendeinem Berg ankommen, runtergucken und sich denken, Alter, das ist Leben, Leben. Schick dir in 6 Wochen ein Foto. Sehr gerne. Mach ich. Nee, aber fühle ich, was du sagst. Ja, Martin will seine Orgie. Ja. Nein, ich bin wirklich bei Vater werden. Also ich glaube, das ist das Schönste. Und Ja. Kevin. Ich denke so wirklich voll und ganz zufrieden und im Reinen mit sich selbst sein. So irgendwie, wenn du dann mal irgendwie alt bist oder sowas und du denkst, du bist einfach nur komplett zufrieden, du willst nichts mehr und ja, dann so ähnlich wie Justin, dass du das dann irgendwie so alles genießen kannst. Der Kopf ist leer. So, also das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Alright. Vorletzte Frage: Was hilft gegen Einsamkeit? Freundin suchen. Kinder. Tinder. Irgendwo Bestimmt hingehen, wo Menschen gibt sind. es. Ja. Vielleicht auch mal weniger hier. Mehr raus. Ja. Das Ding macht einsam. Ja, man denkt, man ist nicht einsam, aber ich glaube, der Körper Alles. merkt irgendwie, dass man nur so virtuell unterwegs ist und doch irgendwie einsam ist. Ja, Mann. Ich habe letztens ein Reel gesehen, das fand ich einfach so wahr, wo jemand sagte, durch dieses Ding haben wir das Gefühl, bei unseren Freunden immer präsent zu sein, dass wir immer alles mitkriegen, was in deren Leben ist. Aber die sitzen dann vielleicht zu Hause und sagen, Mann, der hat sich aber lange nicht mehr bei mir gemeldet. Weißt du? Oh, jetzt ist tatsächlich ein geiles Thema, muss ich sagen. Ich war ja die ersten 1,5 Jahre, als ich bei Max oben war, war ich einsam, war alleine, ich hatte niemanden. Und ich dachte so, das Ding hier, ich so immer, ja, ich schreibe mit meinen ganzen Coaching-Athleten, ich schreibe mit ich habe Insta-DMs, ich bin nicht einsam. Ja, dann irgendwann kam das alles hoch und dann hast du gecheckt, Alter, du bist sowas von einsam und du kommst alleine gar nicht gut klar. Ich dachte immer so, ja, also immer so eine Woche ist geil, alleine zu sein. Jetzt, wo meine Freundin auch ein paar Tage unten in Baden-Württemberg war, das war ultra geil, so für ein paar Tage, aber dann merkst du halt irgendwann, ja, jetzt langsam fällt mir die Decke auf den Kopf. Und dann hilft es halt, also ich hoffe, dass der Fragesteller Freunde hat. Geh zu deinen Jungs oder zu deinen Mädels und macht mal einen Abend was Cooles. Ja. In diesem Reel hat der Typ gesagt, er hat eine Geschichte erzählt von einem Mann, der sein Handy verloren hat und der sich gedacht hat, jetzt habe ich ganze Nummern nicht mehr. Aber die werden mich ja schon anrufen und dann werde ich die Nummern wieder aufschreiben. Und es hat keiner angerufen. Und er meinte, es ist heutzutage so, wir sind halt so connected, weil wir einfach immer permanent in Stories sehen, was unsere Freunde machen, dass wir das Gefühl haben, wir sind bei denen, wir sind bei der anderen Seite. Aber im Endeffekt fragen die sich vielleicht, warum meldet er sich nie bei mir? Und
Das Leben ist ja nicht das, was wir hier auf Social Media sehen, sondern es sind die Momente, die wir mit anderen erleben. Und das sind die Erinnerungen, die wir auch behalten. Du wirst dich niemals zurückerinnern und sagen, ach, oh, das weißt doch damals Martin, als wir das und das geschrieben haben. Sondern es geht eher darum, weißt noch Martin, als wir uns damals bei Ingo getroffen haben und einfach einen geilen Abend hatten. Ja. Ja, das sind die Dinge. Ja, wie Justin sagte, hat sicherlich den kompletten Tag mit Leuten geschrieben, online, als er da bei Max war. Aber er war einfach fucking einsam. Also ja, such dir Freunde im wahren Leben. Vermutlich folgst du auch der Bodybuilding-Bubble. Sprecht sonst mal Leute bei dir im Gym an, ob ihr nicht mal zusammen trainieren wollt oder so. Leute, die du Ja. vielleicht sonst nur grüßt beim zusammen, ne, annickst. Frag einfach mal so, hey, ich sehe dich, du bist auch regelmäßig hier. Ist Ja, aber dich. wenn es wirklich so ein einsamer Mensch ist, weißt du, dann ist das vielleicht geiler, als immer nur hinzugehen und sich zuzunicken oder diesen Smalltalk in der Umkleidekabine zu machen. Muss ja das auch so der Typ so dafür sein. Keine Ahnung. Also Ja. bei manchen stelle ich mir das so schwierig vor. Ich meine, du hast ja noch mehr mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun, Torben. Also bei manchen so denke ich mir so, ja gut, wenn, ja, also wenn dann einer zu mir herkommt mit dem Studio, ey, können wir mal Kaffee trinken? Ich bin einsam. Ich sage so, nee, sorry. Ich würde auch denken, hä, was will der jetzt von mir? Was soll der Spaß? Ja. Ah, okay. Ich Man kann verstehe, ja was auch du so meinst. Treffen gehen, wie zum Beispiel das Live-Seminar von der Massenkonferenz oder sowas. Da kommt man vielleicht leichter mit Leuten in Gespräch. So. Also ich nehme das so wahr, dass wenn ich auf Seminaren war oder Wettkämpfen oder was weiß ich was, du kommst immer mit irgendjemandem im Gespräch. Jetzt gut, Ja. es kann jetzt auch vielleicht Ja. sein, dass ich immer mitten im Geschehen bin da so eigentlich. Aber auch als Außenstehender, wenn du da einen anquatscht, der jetzt nicht 10 Minuten von der Bühne weg ist, sag ich jetzt mal, dann wird der mit dir reden und dann, ja, kommen wir schon so einen Austausch mal. Also das. Da finde ich, ist die Bodybuilding-Szene eigentlich relativ offen. Also. Ja. Und sonst halt doch Tinder, wie Martin sagt. Allerletzte Frage, die habe ich mir zum Ende aufgehoben, weil es ein bisschen fröhlicher ist. Was haltet ihr von Musicals und könnt ihr eins empfehlen? Ich möchte meine Partnerin überraschen. Ich hasse den Apropos Scheiß. Harry Potter, aber ich glaube, es ist eher. Ja, okay. Ja, Digga, das ist so krank geil gemacht. Ja. Echt? Killer. Echt. Wie hast du davor über Musicals gedacht? Ja, Ohne du das fand gesehen hast? geh weg. Aber wenn was so richtig gut gemacht ist, dann, Ja. also ich schwöre es euch, wenn ihr da reingeht, Ja. es ist besser als mit CGI. Real Talk. Da kommt so ein Todesser über euch und einfach krass. Wie sie diese Time Warp-Effekte gemacht haben, Ja, ne? Ich weiß es genau. bis heute nicht, wie das Ich ging. weiß auch nicht, wie die das alles gemacht haben. Also das kann ich jedem Ja. empfehlen. König der Löwen. Ist auch mega. Die Ich war ganzen. in Die Eiskönigin mit Selina und dem Papa. Nee, ohne Spaß, also rein von dem Theaterspiel und so und den Effekten und so ist es cool, aber mich fuckt es halt ab, dass da alle immer singen müssen. Ja, das macht mich auch so störig. So diese Warum Effekte und das singt ihr? Ganze. Redet doch, denke Weil ich es ein mir. Musical ist. Ja, aber genau das mag ich Aber eben bei Harry nicht. Potter nicht so. Das ist, Ja. da wird nicht gesungen. Also das kann ich wirklich Wird empfehlen. nicht Ja. gesungen. Also nicht so, oh, Nee. Hermine und Nein, nein, nicht. nein, Okay. nein, nein, nein. Ich war mal bei der Blue Man Group in Berlin. Das war auch geil. Kennt ihr Ja, Blue da Man war ich Group? auch. Ja. Ja, das war auch richtig fett. Die singen nicht, die trommeln nur. Also Ja, bei Harry das Potter war. tanzen sie halt ein bisschen, ne? Aber es wird nicht gesungen. Das ist wirklich Das ist echt gut Killer. gemacht, das ist wirklich gut gemacht. Und bei König der Löwen, ja, klar, da wird gesungen, aber es ist halt Kindheit, was sie da, diese ganzen König der Ja, Löwen-Lieder. die Lieder kennt man halt, Ja. sag ich so. Ja, gut, aber trotzdem, weiß nicht. Ja, aber Ich ich würde rede über mal den Film kurz. Ich aus, ja. gehe zu Harry Potter. Also, Harry Potter lohnt sich. Gut, Jungs. Justin, danke, dass du reingekommen bist. Ich wünsche dir todes viel Erfolg fürs Wochenende. Ja, reiß ab, Mann. Das wird Ja, geil. alles. Kevin, dir Reiß noch ab. gute Besserung. Dankeschön. Und du, Martin, jetzt krieg dich mal fit für die Hochzeit da und dann wünsche ich ein geiles Event. Ja, In dem Sinne, bildet euch breiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Mann.